Grüß Gott und willkommen zu Akt 2 von Inquisitor an diesem schönen Pfingstwochenende. Ja, frohe Pfingst allerseits. Und es geht weiter bei der Jagd nach oder auf Ketzer. Pack. Naja, Akt 2 beginnt. Wir sind fertig in Hillbrand. Heute Glatzburg, das Herz mehr oder weniger des schönen Ulthurst. Naja. Although the mad Duke Judge Valerian was executed and his soul is now about to face the final judgment, your quest has not been completed yet. Not by far. The mysterious cipher found on the heretical judge has remarks of some kind of a new order and of children who should rule the world when it comes. And above all, the claim that the fallen angel Artamon has been summoned suggests that Valerian's crimes were not just a coincidence and that they had deeper roots. Ja, wunderschön gezeichnet, fällt mir gerade wieder auf. Naja. Ja, der komische Richter, den haben wir mehr oder weniger ein bisschen angezündet, denn er war ja derjenige, der hier diesen komischen neuen Kult da mehr oder weniger eingeleitet hat oder geführt hat in der Region. Und die haben ja auch den komischen Erzengel da versucht, diesen Artamon versucht aufzuwecken. Ja, es ist von einer neuen Ordnung und den Kindern, die die Welt regieren sollen, die Rede. Aber hat wohl tiefere Wurzeln, das Ganze. So you set off for a journey to Glatzburg, the second biggest city of the realm, to find the key to the whole mystery and to follow the track discovered in Hillbrand. You keep asking in vain whether your saviors knew how important the task they gave you in a good faith was, or whether you have accidentally come across something nobody had any idea about before. Also geht jetzt auf nach Glatzburg, die zweitgrößte Stadt im Reich. Und ja, wir folgen den Spuren, die wir in Hillbrand entdeckt haben und fragen ständig, ob unsere ja, Saviors, unsere Retter davon, von dieser Aufgabe schon vorher wussten in gutem Glauben oder ob sie uns ob es zufällig passiert ist, mehr oder weniger. Und keiner hat eine Ahnung davor gehabt. Aber vielleicht kann uns Bischof Trevorius, genau. Maybe Bishop Trevorius, whom you are supposed to contact in Glatzburg, can answer that. Your experience tells you, however, that prudence and a certain degree of paranoia are important for your survival. It's not the first time you have found yourself at the center of a scheme of someone you trusted to be your ally. Das stimmt. You must not forget that the devil is cunning and it has thousands of faces. It is, after all, the year 1223 and the end of the world is supposed to come, as is the traditional tax race. Ah, ja. Also vielleicht kann uns Bischof Trevorius hier, der in der Diözese der hiesigen, ist das so, sagt man das so, weiterhelfen. Ach, das heißt übrigens, wie heißt es mal, Diocese oder sowas. Nicht Diocese, sondern Diocese heißt das Ganze, ja. Den wir kontaktieren sollen, genau. Wir haben extra ein Schreiben mitbekommen vom guten Edmund. Wir sind ja Bunkmond Silber. Edmund ist der Paladin gewesen. Wir konnten gar nicht in dieses komische Häuschen. Ach, da kommt man bestimmt rein, wenn man als Paladin spielt. Ja, klar. Wahrscheinlich startet man da auch oder so. Keine Ahnung. Your experience tells you, however, that... Achso, habe ich schon gelesen. Ja, es ist zum Überleben ist ein bisschen ein Hauch von Verfolgungswahn. Ist hier gar nicht mal so schlecht, wenn man überleben möchte. Hat uns unsere Erfahrung gelehrt. Denn gerade auch, wenn man irgendwelchen angeblich Alliierten oder, naja, unseren Freunden Glauben schenkt, kann es sein, dass die einem in den Rücken fallen. Naja, denn der Teufel ist überall, hat tausend Gesichter. Und das Ende der Welt ist auch angeblich nahe, genau wie die, naja, die Steuererhöhung. Bin immer gespannt. Aber nochmal, hier der Hintergrund, ne, das sieht immer so richtig, richtig nett aus. Tod, Feuer, irgendwelche Berge von Menschleins wahrscheinlich. Hier wieder die komische Motte. Kennt mir auch dieses Symbol, glaube ich, für Tod oder sowas, ne? Ja, irgendwelche Wurzeln hier mit so einem Baum. Ich weiß nicht, was ist das hier? Fischmenschen? Was weiß ich? Hier brennen sie wahrscheinlich irgendwelche Leute im Feuer. Also, das habe ich noch nie gesehen. Und hier der fallende Stern wieder. The Falling Star. Ja, ja, ja. Fünfzackige. Kann das nicht so richtig deuten, aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. So, jetzt sind wir in Glatzburg. Ich bin gespannt. Guten Tag. Hä? Ist das die Susanne? Nee, kaum noch. Ganz andere Stadt. Ja, krass. Das soll auch so eine große Stadt sein.
So eine ganz große Geschichte. Und wir sind mittendrin statt nur dabei, sonst sind wir immer so ein bisschen abseits gewesen, beziehungsweise in der Anfangsstadt. Was ist das hier? Der Alfonso di Cherbio. Alfonso di Cherbio sagt: Nice to see you, noble lord. So what brings you here? Do you want to buy something? Or maybe you have some stuff to sell? Whatever you want, I'm sure we'll make a good deal. Maybe you're interested in information, right? Even information can have its price nowadays, am I right? And what fortune brought you to Glatzburg, noble lords? I don't know you, and I doubt that you've been in the city for a long time. I assure you that I get to know about everyone who passes through the city gates. So, das hier der komische, der Grüß August, oder Grüß die Cherbio. Und der, ja, stellt Fragen, kann es hier was anbieten, kann es hier Informationen geben. Alles kostet dieser Tage natürlich, das ist natürlich logisch. Ja, weswegen sind wir hier? Er stellt ein bisschen viele Fragen. Er kennt uns nicht, aber er kennt so ziemlich jeden hier, der durchs Tor kommt. Komisch. Ja, was ist denn eigentlich euer Name, guter Mann? Stell dich mal vor. Are you asking me who I am? Ha, an interesting question. I've heard it for ages. You know, noble lord, everybody knows me here. Even those who have never heard about me. The name is Alfonso di Cherbio. All around when it comes to serving customers. Chop my hand off if I can't get you anything you need. Ja, jeder kennt ihn. Hat noch nie, schon lange nicht mehr gehört, die Frage, wer er eigentlich sei. Auch die, die ihn nicht kennen, kennen ihn. Was? Ja, so ein Allrounder, der macht im Grunde genommen alles so ein bisschen. Das Mädchen für alles, Alfonso. Ja, ich würde sagen, ein paar Fragen. Wir sind ja neu hier in der Stadt, deswegen müssen wir uns erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. It was a pleasure meeting you. Let's take my leave now, farewell. Ja, wir müssen zum... Wo müssen wir hin? Zum Trevorius. Wenn wir das schreiben, jetzt fragen wir erstmal lang. Ich frage mich, ob das jetzt so ist wie bei... wir sind ja in Glatzburg Ost, hieß es auf der Karte. Ich kann mal die Karte kurz öffnen. Funktioniert die Karte? Jetzt wird's spannend. Ah ja, die neue Karte ist da, Glatzburg 2. Schaut irgendwas mit Glatzburg Ost oder so? Vielleicht habe ich es mir noch eingebildet. Jetzt sind wir quasi im Südwesten vom guten alten Hillbrand. Und naja, schauen wir mal, wie wir hier klarkommen. Und ob das jetzt wie bei Baldur's Gate wieder mehrere Teile sind, weil die Stadt ja angeblich so groß ist. Oder einfach jetzt mal eine große Karte mit vielen Häuschen drauf. Ich weiß es nicht. Gut, wir stellen ein paar Fragen. But of course, noble lord, I'd love to have a little chat with you. Nevertheless, I must warn you in advance that it's not gonna be for free. Natürlich. Well, some of my information is kinda expensive. Depends on... whom it's concerning, but I don't think it's so unusual. Rest stuff is expensive, and you can chop my hand off if any of my information won't satisfy you. Die Musik mit der ganzen, mit der dieser Arschbratsche, das interessiert mich die ganze, erinnert mich die ganze Zeit an Arcanum from Steamworks and Magic, ne? Hab ich auch noch nie lange gespielt, habe ich nochmal eingespielt, aber hatte dann doch keine Lust auf diese Art von Fallout 1/2 Spiel. Da muss man sich auch mal irgendwann mit befassen. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Naja. Ist auch so ein bisschen also typisch Infinity Engine. Schön mit isometrischem und ja, wie gesagt, eher so ein bisschen Fallout 1 und 2. Auch so ein riesen Brummer sein. Naja, da bin ich immer gespannt. Soll man aber, glaube ich, erstmal sich zurechtpatchen, weil das im Original doch relativ verbuggt ist. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich erinnere mich nur gerade dran, diese ganzen Streicher, das klingt halt wirklich wie die Musik. Kann man sich mal angucken, irgendwie Arcanum OST mal eingeben, dann kann man reinhören. Ja, er will uns auf jeden Fall mal Informationen verkaufen, denn nichts ist billig. Vor allem, ja, Informationen sind, je nachdem was es für Informationen sind, können die schon sehr teuer sein. Ja, ja, seltenes Zeug ist nun mal teuer. So, das heißt, ihr verkauft Informationen. It's really unusual. Have you any idea who I am? If it suits me, I can employ dozens of methods to make you talk. Oh. So, von der Richtung direkt mal reindrücken, dass wir hier der Inquisitor sind. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. I'm not going to buy your answers. It's immoral. Nee, nee. Nein, wir sagen einfach nur Danke für die Warnung. Wir wollen hier nicht den... Wir sind der neue Chef. Wir sind seit 5 Minuten hier. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir hier der ganz
heiße, ne, Scheiß sind, sondern wir sagen einfach mal, danke für die Warnung. Of course, noble lord. The Gabriel is here just for you. Vor allem, wenn wir es mit ihm verscherzen, ich meine, jeder kennt ihn, dann kennt über kurz oder lang auch jeder uns. Und zwar nicht im Positiven. Das lassen wir lieber mal sein. Ja, wer ist denn hier der Anführer und die umgebenden Lande? Wem wird das sagen? Oh, it's gonna cost you 13 GP. Komm, wir haben, was weiß ich, 80.000. Bitte. Here you are. Glatzburg, so rum, is ruled by the cunning bastard Grand Duke Heydrich. You seem surprised to hear now how I'm talking about him, right? Don't you think it's damn fitting? If I've ever met a man who cares just about himself and who doesn't detest to use any means to ensure his plans go well, then it's Grand Duke Heydrich, the royal governor of the city. His vice governor is Duke Rovan van Liering. Oh, Name ist schon wieder ein bisschen... A very fair gentleman, though I don't agree with some of his opinions. If only he could replace that fat pig, Heydrich. But it's high politics, so I'd better keep my mouth shut. Ja, Heydrich. Der Großherzog Heydrich hat dir das Sagen. Und ist anscheinend ein sehr ein sehr wohlbeleibter, aber auch, naja... Nicht so ein netter Mensch offensichtlich, der sich eher um seine Sachen kümmert, als um das Volk. Das geht natürlich gar nicht, ne? Gibt da noch so ein Vize, der Rovan van Lering. Der ist ein eher feiner Herr, allerdings, naja, kann er mit seinen Ansichten nicht so wirklich. Ja, aber er soll, wie gesagt, er ist besser still, wenn es um Politik und sowas geht. Ja, wo kann ich mich hier mit Freuden eindecken, das finden wir schon raus. Genau, was für Monster und Höllenkreaturen können wir hier erwarten? Kostet 27 Mark? Na gut, bitteschön. I've never seen them with my own eyes, but people say that from time to time there are hellspawns in the woods. They live in the Devil's Caverns near the ruins of Gallibornium. Genau, Gallibornium ist anscheinend diese Erebornian Stadt hier. Das heißt, das wurde quasi auf den Ruinen aufgebaut. Das war früher mal dieses heidnische oder römische eben Gallibornium. Und naja, in Teilen wohl noch in Ruinen liegt das Ganze. Mit fetten Mauern hier um Glatzburg rum, da sind sie wahrscheinlich eher sicher. Aber drumherum, meine ich, gibt es noch diese, ne, wie ihr meint hier, diese Ruinen. Gut, people say they are devils who crawl straight from hell to feed on fresh human flesh. Teufelchen. They look a bit like normal people, but they have tails, fiendish maws and long paws and snake scales instead of skin. If you get into their grip, you're as good as dead. Aha, irgendwelche Humanoide mit Schwanz, mit langen Pfoten, Schuppen wie Schlangen statt Haut. Ja, wenn sie uns schnappen, sind wir so gut wie tot. Bin mal gespannt, was das sind für komische Echsenmenschen oder was? Ja, das wird ja irgendwie ein bisschen passen. Ja, gibt es denn hier irgendwelche Belohnungen, wenn wir die platt machen? I've never seen them. Halt. Achso, 20 Mark? Ja, natürlich. Hier bitte. 20 Mark. Ich habe vor der Abreise nochmal ein bisschen den Müll verkauft, den ich hatte rumliegen lassen. Das war, glaube ich, mal 1.000. Also das ist quasi unser Reiseproviant. Den bekommt er jetzt hier. Die Wegzehrung. Grand Duke Heydrich offered a reward for killing brigands who pass over the roads. It's paid by Sheriff Smith. But there aren't many volunteers, certainly less than rogues, let's say. Also Sheriff Schmidt, zu dem müssen wir noch hin. Ja, denn die Banditen und überhaupt das ganze Pack, das sind fast schon irgendwelche, naja, das sind fast schon Armeen, die sich da zusammenrotten, die auch teilweise die Stadt Glatzburg wohl schon mal belagert hatten, wenn man es denn so nennen mag. Auf jeden Fall, die Straßen und so weiter, ne, die ist gut abgeriegelt. Das heißt, der Verkehr, der funktioniert nicht mehr so ganz so gut, der Warenverkehr. Also die haben da wohl strategische Positionen eingenommen. Vielleicht muss man dann für den das ein oder andere Räubernest ausschalten. Mal gucken. Naja, wahrscheinlich auch wieder schön mit Pfeil und Bogen schießen sie. Das heißt, da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht in der Rüstung irgendwie plus Bonus gegen Fernkampf, nicht, dass wir noch irgendwie abgeknallt werden. Das wäre ungünstig. Ach, guck mal hier, unser Soldier ist ja mit am Start, sehe ich da gerade. Der ist ja eigentlich in Aschabald. Ach nee.
Quatsch, der ist ja quasi für den Chef zuständig. Das sind ja wir, der gute Bunkmont Silber. Gut, dass der dabei ist. Guter Mann, da soll dir, dann soll dir auch nichts fehlen, denn, naja, wir sorgen für alles. Wir sind ein großzügiger Herr. Genau, wie geht's? Fangen wir mit den Ketzern mal später. Ja, ist irgendwas passiert in letzter Zeit, das man erwähnen könnte? It depends on if you're willing to pay me 35 gold. Natürlich bin ich willens. Have you ever heard of the name Istvan de Brago? He used to be the royal vice governor. You know, he was a duke, aristocrat, blue blood. But in fact, he was a damn son of a bitch, lecher and sodomite. During his years in this office, lots of girls, boys and even little children disappeared. Ach, wie der Herbertius, oder was? Nobody found them, or better to say, nobody found them in one piece. The case was investigated by several paladins from the Brotherhood of the Righteous Five. Ach, die sind Brotherhood of the Righteous Five jetzt? Okay. If I remember right. And in the end, the Duke became their prime suspect. But there was no hard evidence, so he just kept laughing at the paladins and the girls, kept them disappearing. Okay. Also Istvan de Brago war der königliche Vizegouverneur. Aristokrat. Aber, wie soll ich sagen, während seiner Herrschaft oder während er hier im Amt war, sind viele Mädels, Jungs und sogar kleine Kinder verschwunden. Jemand hat sie gefunden, beziehungsweise man hat sie nie oder selten in einem Stück gefunden. Denn, naja, die Paladine haben sich darum gekümmert, allerdings haben die nichts wirklich rausgefunden, keine belastenden Beweise und naja, seither lacht er den Paladin wohl nur ins Gesicht. Und die Mädels verschwinden weiter, so. But then one of the girls managed to escape. She told the Paladins about all the perversities the Duke committed. No need to go into details. Guess you can imagine what he was doing to them. The Paladins didn't hesitate and chased down the Duke, who meanwhile tried to escape and brought him back to the city in chains. His execution was quite a show. People came from far and wide to see, but the Duke seemed to be in quite a good mood. He was laughing madly all the time, and just before he perished, he uttered a terrible curse. Erinnert alles ein bisschen an das, was auch in Hillbrand passiert ist, ne? Also man hat ihn wohl geschnappt, nachdem eines der Mädels entkommen konnte und erzählte, was da so passiert ist. Muss man nicht im Detail erwähnen. Ja, er wurde auf jeden Fall ausgequetscht. Nee, die haben ihn geschnappt, haben ihn gejagt. Er versuchte zu fliehen. Man hat ihn in Ketten zurück in die Stadt geführt. Und zu seiner Hinrichtung sind alle von nah und fern erschienen. Aber er war in guter Stimmung, lachte sogar wahnsinnig die ganze Zeit. Und kurz vor seinem Ableben hat er einen schrecklichen Fluch ausgesprochen. What curse, if I may ask? Guck mal, das gibt's für Umme. Nicht schlecht. Also diese Zwischenfragen sind so erlaubt, alles klar, nur die Themen, die Kosten, verstehe. That he will one day return from hell to get all his murderers. The people lost the mood at once, you know, such a curse can affect anybody. Anyway, the execution was finished. Executioner Jan Flemberg did his job well, and the Duke's remains were then decorating the city gates for quite some time. Aha. Ja, die Hinrichtung lief einwandfrei, völlig problemlos. Jan Flemberg hat eine gute Arbeit geleistet und die Überreste haben die Stadttore für eine ganze Weile dekoriert. Sein Fluch allerdings war, dass er eines Tages aus der Hölle zurückkehren wird und all seine Mörder bestrafen. Ja, hat natürlich die Laune so ein bisschen gedrückt. Ja, the curse was completely forgotten, allerdings haben sie es schnell vergessen. But imagine what happened. This spring, all five Paladins. Ach, deswegen. All five paladins of the Brotherhood of the Righteous responsible for capturing the Duke suddenly died. Kurz und unerwartet, so. And believe me, it had to be quite a painful death. The bodies were almost impossible to identify, so it seems that the laughing Duke has really returned to wreak vengeance on those responsible for his death. The only one who still lives is Jan Flemberg, who then led the execution. I'm not surprised that he's scared shitless. Nun gut. Also, der Fluch war vergessen. Aber in diesem Frühjahr sind alle fünf Paladine
der Bruderschaft, die für die Festnahme des Herzogs verantwortlich waren, plötzlich gestorben. Und sie hatten wohl einen ziemlich schmerzvollen Tod, denn ihre Körper waren ja kaum zu identifizieren. Also macht es einen Anschein, als ob der lachende Herzog tatsächlich seine blutige Rache geübt hat. Und der einzige, der noch lebt, ist Jan Flemberg, der natürlich, naja, ein wenig, sich ein wenig fürchtet. Ja, was ist mit der Krise? Was gibt's hier zu vermelden? Kostet nur 6 Mark, sauber ein Schnäppchen. Look, Noblelord, I'm a merchant. It's a job our Lord has given to me, and I'm sure that in his endless wisdom he wants me to do it well. So I'm trying to do his will. And as regards this crisis, those scourges of God, the religious unrest and the political skirmishes, it's all good for business. Every time things like that happen, the prices soar high, and it's good. I don't want to tell you that I like the crisis, heaven forbid. Who would want to live in constant danger that some beast would tear his heart from his chest at night, or that a fanatical crowd sent by some self-proclaimed prophet who thinks that your Satan himself beats you to death? But on the other hand, business flourishes. Who can blame me for liking it? Tja, also dem scheint es wohl nicht so dermaßen schlecht zu gehen, denn jedes Mal, wenn irgendwelche Problemchen auftauchen, dann steigen natürlich die Preise. Natürlich ist er nicht froh um die ganzen Geschehnisse hier. Er möchte natürlich nicht selber, klar, er möchte nicht selber das Herz rausgerissen bekommen bei lebendigem Leib oder was dergleichen. Aber naja, zumindest macht er dabei einen ganz guten, was ist denn hier? Gold, ja, Gold, Goldmünze, ja. Denn er ist ein Händler durch und durch. Gut, ich weiß nicht, ob wir ihn nach der komischen... Soll man ihn danach fragen? Weißt du denn irgendwas von Ketzern? Deswegen sind wir hier. Komm, frag das mal. Für 70, okay. Nein, nur zum Glück nur 69, ne? 69, 99 wahrscheinlich. Na gut, hier, bitte. Bitte sprich, guter Mann. Well, to tell the truth, I've heard some interesting stuff about Grand Duke Heydrich. Nothing specific, of course. Who would dare raise his voice against the Grand Duke, right? If you did, you'd be hung before you could say amen. Anyway, there are some rumors, and if you put all the pieces together, you'll get a really interesting picture. Also er verdächtigt hier den Heydrich, den Großherzog selbst. Natürlich weiß er nichts im Detail. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass er ruckzuck aufgeknöpft wird, aber wenn man alle Teile zusammenpackt, gibt es ein interessantes Bild. Zum Beispiel was? Just look at all those atrocities which happen all around and then look at the Grand Duke and his family. Obviously, ach's gleich in grün. Nothing happened to them. Many people lost their homes or families, but not the Grand Duke. And what is he doing to improve things for all of us? Not much. It almost seems as if the situation were not that bad for him. Or maybe even... Well, enough talking, I don't want to get into trouble. I just wanted to answer a question. So. Also auch hier wieder der Familie des Großherzogs, genau wie ihm selbst. Ja, ihm geht's gut, kaum Probleme und die Probleme der anderen, ja, die kümmert er sich relativ wenig. Aber wenn wir schon dabei sind, komm, stell mal die Frage nach den Kindern der neuen Ordnung. Dieser Ketzerkult, was weißt du darüber? I don't recall hearing about them, but I'm no expert on heretic cults, noble lord. Heretic cults? They all seem the same to me. All the heretics rumble about the end of the world, love sin, have sex at Sabbaths, desecrate the hosts, blaspheme, and most importantly, don't do any business. Why are you asking about that cult anyway? No, I'm just, I don't know, this is no business. Oh, ich bin nur neugierig. Ja, einfach nur ein Kult wie jeder andere. Wahrscheinlich hat aber selbst von dem hier noch nie was gehört. Aber ist wohl hier in der Tagesordnung, dass irgendwelche Irren hier rumlaufen, beziehungsweise irgendwelche Fanatiker, die in ihren Abscheulichkeiten sich suhlen. Tja. Ja, frech werden wir aber nicht. Wir sagen einfach nur, wir haben von ihnen gehört und wir werden ein paar Details erfahren. Yes, I see. Though you're not going to hear much about them from me, because I've never heard about such a cult. I'm sorry, noble lord. Naja, so, aber von ihm haben wir nichts. Gut, komm, sind wir schon dabei. Wo kann ich denn hier, ja, für 13 Mark, eine einfache Richtungsweisung hier, wie heißt das?
Richtungsangaben, das kostet dir auch schon wieder 13 Mark. Von mir aus. Believe me, noble lord, the best goods in the city can be bought only in my shop. You can chop my hand off if I'm lying. Gut, die besten Dinge gibt's hier bei ihm. Das ist natürlich klar. Dass er keine Werbung für andere macht. Gut, wir möchten gerne die Waren sehen. Oh, neue infernale Wurfmesser der göttlichen, der himmlischen Faust. So. Okay, was ist das? Neues Buch. Adversum Maleficarum. Das kennen wir natürlich schon. Was ist eine schöne Musik, die da spielt. Oh. Tja, ich weiß nicht. Ich finde nur, was gut ist. Das kennen wir auch schon. Der hat hier wirklich alles. Das ist ja wirklich der beste Laden hier, wahrscheinlich in ganz Glatzburg. Aber wir kennen ja die anderen noch nicht, deswegen sollten wir vielleicht nicht hier alles an Geld ausgeben. Oder erstmal sich ein bisschen schlau machen. Wo gibt es wohl das Beste? Guck mal hier. Aha, das klingt verlockend. Magische und 9% Erfahrungspunkte. Ui, 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 ui. Haben wir zwar weniger Mana, aber das könnte man fast machen, oder? 9% Erfahrungspunkte. Ich mag sowas. Hier, für die Schuhe braucht man das auch nochmal. Vielleicht finden wir auch noch solche Schuhe. Ja, Mana hin oder her. Ich meine, so viele Tränke kommen. Das wird jetzt gemacht. Ist mal krass. Zack. Den anderen nehmen wir mit, falls wir doch mal merken, oh, es geht nicht so recht voran mit unserer Magie. Wir können nicht mehr richtig zaubern. Dann wechseln wir das wieder. So, was war das andere? Schüche, ne? Schüche haben wir nicht magisch. Da fehlt noch was. Hier mit 3 und 3, meine ich, ne? Beziehungsweise 3 und 4, wenn wir den komischen Aschabalter Baronsring oder sowas tragen. Irgendwas war da. Ja. Was haben wir denn für Handschüchen? Magisch. Genau, magisch und nicht magisch. Magisch plus 1 sozusagen. Beziehungsweise plus irgendwas anderes noch. Das wäre echt super, aber hat er nicht, ne? Nee, hat er leider nicht. Jedenfalls für den Moment. Ach, guck mal hier. Oh, Erfahrungspunkte. Ja, weiß ich nicht. Schneller aufsteigen, weil mittlerweile braucht das echt ewig und 3 Tage. Haben wir da irgendwelche Informationen? I must discover the truth of the rumor that the fallen angel Artamon has been summoned by pagans living in Hilbrand. Artamon is the demon of ruin and the cursed master of fire. If he truly walks the earth, we're all in grave danger. Das glaube ich auch. Das ist beim Grab. Wow, in Grabesgefahr. Oh, schon mal 5000 rausgehauen. Ja, Geld ist mittlerweile. Wir haben fast 80.000, das passt schon. Das geht schon in Ordnung, würde ich mal behaupten wollen. So, wieder richtig machen alles. So. Linksseits dieses. Ich habe nicht extra schon meine Eloquenz. Doch, hier, Eloquenz plus 1. Extra schon meinen Eloquenz-Kittel ausgepackt. Oh Gott, schon wieder die Kühe, aber wahrscheinlich sehen wir. Vielleicht sehen wir diesmal wirklich eine Kuh. Das ist der Marktplatz. Nicht schlecht. Guten Tag. So, Soldat. Ach, guck mal hier. Das ist ein Priester. Das ist doch bestimmt eine Art Kloster hier, oder? Oder ist das ein Park? Parkanlage? Quatsch, wir sind ein Park. Ah doch, hier. Ist die hiesige Kirche. Gleich eine Meldung machen. Mit dem Priester an sich können wir wahrscheinlich nicht so wirklich reden, oder? Vielleicht doch. Grüß Gott. Greetings, son. I'm praying for the success of all your... Was? Pursuance. May all the saints bless the aristocracy. Danke, Vater. Yes, that would be surely helpful. Ja, er betet. Halt, danke, Vater. Achso. The Lord is merciful, son. Surely he'll be merciful to you as well. Should you fail when fulfilling the duties of a true faithful? I hope so too. Farewell. Ja, spannende Geschichten, die sie uns erzählen. Beten auf jeden Fall bestimmt für uns. Da sind wir auf jeden Fall froh. Ah ja, hier geht's direkt. Müssen wir gleich mal Meldung machen, oder? Guck mal hier. Ach, der Flitz heißt hier Braham. So. Guten Tag. Der Welfhaar. Welcome, son. Can I help you somehow? I guess you're new to Glatzburg. I'm Welfhaar, and I'm the judge of the Holy Office. Glatzburg is in my judicial jurisdiction, and presently I hold the office of the general prosecutor in Glatzburg, too. If I'm not mistaken, you don't belong to the local gentry, do you? Ja, der Welfhaar, der ist hier der
Der ist hier der Richter des heiligen Offizes und ja, er ist hier verantwortlich für die, wie heißt es nochmal, für die ganzen, naja, ist quasi auch der Ankläger und so weiter. Also das, was im Grunde genommen der andere war, wie hieß er noch? Der Jeremia, er ist quasi der neue Jeremia. Ja. Ja, wir sind gerade erst angekommen, euer Ehren. From Hillbrand. I've heard some news that some unfortunate incident happened there. They say Bishop Valerian was sentenced and burned there. I must admit, it was my close friend and his death quite unsettled me. Weren't you involved in the case somehow, son? Ja, natürlich, wir sind natürlich ehrlich. Ja, er hat davon gehört. Es war ein guter Freund von ihm. Er hat davon gehört. Und der hat wohl ein bisschen, naja, gebrannt. Und ob wir dafür verantwortlich sind, in irgendeiner Art. Sind wir irgendwie involviert? Ja, euer Ehren. It was I who accused Judge Valerian of heresy and who brought forth the incriminating evidence during the inquisitorial trial. Ja, wir sind derjenige, der die Beweise während der Verhandlung angeführt hat, die dazu geführt hat, dass er ein bisschen angezündet wurde. Really? In that case, I can assure you that you owe me many answers. I've always deemed Judge Valerian a high, honorable, though quite willful man, who's completely devoted to his mission. I'll find enough time to ask you for you a very specific questions concerning reasons leading to that unfortunate incident. Oh, oh, oh. Ja, finde er nicht so gut, dass wir seinen Freund und Helfer irgendwie so ein bisschen weggemacht haben. Deswegen wird er uns ganz genaue Fragen stellen. Tja. Ja, warum heulen wir mal nicht? Ich bin komplett unschuldig. Oder ich habe nichts zu sagen. Nein. I acted in conformity with the law, Your Honor. I have nothing to confess to before God. Ja, wir haben genau in unserem übrigens gearbeitet, in unserem, wie haben wir denn? Ja, wir haben auf jeden Fall, wir haben nach Richtungsgesetz gehandelt, euer Ehren. Wir haben nichts zu beichten. Only the investigation will show that. I presume Cardinal Trunquilius, the local curial inquisitor, is thoroughly informed about the matter and that he'll decide what has to be done. But now tell me, what was it that brought you here to Glatzburg? Ja, der wird auf jeden Fall weiterleiten und der Kardinal Trunquilius wird sich darum kümmern. Das ist hier der Inquisitor. Naja. Gut. Ist also nicht seine Aufgabe. Was aber machen wir hier in Glatzburg? Details. Ja, wir sind in einer gewissen Mission hier, aber die Details möchten wir gerne für uns behalten, würde ich sagen, oder? Ja, weil das geht ihn nichts an und wir wissen auch nicht, wie er so drauf ist. Jetzt, wo er uns schon hier direkt auf den Zahn fühlt, weil wir seinen Kollegen alle gemacht haben. Wir sagen mal, die Details bleiben bei uns. I understand. Your mission is only your business, of course. But if you should need any help, just ask. I'm here to serve. Ja, geht nichts an, richtig. Das ist unsere Mission und falls ich Hilfe brauchen sollte, soll ich nur fragen. Er ist hier, um zu dienen. Vielen Dank, euer Ehren. Anyway, I'd like to speak with you now about another thing. Could you spare a little of your time? Ja, er möchte mal über was anderes mit uns reden, ob wir ein bisschen Zeit hätten. Ja, selbstverständlich. Worum geht es denn, euer Ehren? Do you know the history of the pagan city of Galliborium, whose ruins can be found near Glatzburg? Ach, davon haben wir schon gehört. Doch, doch, doch. Ja, gut, von der Geschichte wissen wir nichts. Aber das ist genau das, ne? Die Ruinen von Die Ruinen von Galliborium in der Nähe von Glatzburg. Wir wissen noch nichts über die Geschichte darüber. Wir haben nur davon gehört, dass es sie gibt. Then, no, it used to be the capital of this province at the time when the Filkland Peninsula belonged to the pagan realm of Erebor. In the year of 223, the city was conquered by the faithful armies led by Saint Othenius and burned to the ground in order for it not to be inhabited ever again. Although there were attempts made to settle it again, there hanged the shadows of the pagan curse above the ruins. Instead of the city becoming a beautiful new faithful town, as it happened in the case of Alvaron, people had to abandon it and lay the foundations of Glatzburg several miles away, in a place that was much less favorable. Aha. Ja, früher hat es den komischen, diesen Römern, diesen Erebornianern gehört. Und
Im Jahr 223 wurde es von den Gläubigen von St. Othenius übernommen und komplett angezündet und noch Ruinen blieben deswegen übrig, dass es nie wieder bewohnbar werden konnte. Allerdings wurden Versuche unternommen, das Ganze wieder neu zu besiedeln. Jedoch ein Schatten, ein heidnischer Fluch hängt wie ein Schatten über den Ruinen. Und anstatt dass es wieder eine aufblühende Metropole wurde, wie es im Fall von Alvaron passiert ist. Wahrscheinlich ist da der Chef, ne? Da wohnte bestimmt der König in Alvaron. Die Leute mussten es auf jeden Fall verlassen und Glatzburg mehrere Meilen entfernt aufbauen. Ja, der nicht unbedingt so geeignet war. Aber na, was soll man machen, wenn der Fluch herrscht? Warum? Könnt ihr uns erzählen, warum? The reason was that some unnamed evil crept into the city and especially into its underground. Ghosts, demons, shadows from pagan mythology, beasts from Erebonian menageries. All that sneaked in among the burnt city walls, blackened by smoke, leaving their hiding places at night to leave bloody tracks in the shape of the dead faithful behind them. That's why the town has been deserted forever and left at the mercy of demons and ghosts. Ja, das Ding ist überrannt von, vor allem Untergrund, Danisten, Geister, Dämonen, Schatten, alles aus heidnischer Mythologie, die Bestien von, aus den Erebonien, also aus dem also Römerzeit oder was auch immer. Und das, die kriechen zwischen den verbrannten, verkohlten Mauerresten umher. Deswegen gehört denen die Stadt. So. It's a grim history, but why are you telling me? It's to me. Genau. Krasse Geschichte. Total düster so. Aber warum erzählt ihr mir das, guter Mann? Because I'm not sure you've heard about the Temple of All Gods in the main square of Gallibornium. It was the most imposing pagan sacral building in the whole Falkland Peninsula. Even the faithful had to admire it in spite of themselves, because it really looked like a respectable house of God, although it was devoted to pagan gods. When the city was conquered and its inhabitants either killed or converted, the faithful priests decided to let the temple stand and to consecrate it, to turn it into a magnificent divine sanctuary. Da gibt's also den Temple of All Gods, den Tempel aller Götter auf dem Hauptplatz in Gallibornium. Und obwohl es ja ein heidnisches Gebäude ist, hat man es trotzdem stehen lassen, weil selbst die ganzen, ja, hier die Kirche, selbst die musste zugeben, das ist ein äußerst beeindruckendes Gebäude und ein respektables Haus Gottes. Ja. Alles wurde entweder getötet oder konvertiert. Aber der Tempel, den haben sie stehen lassen. So. Und haben ihn in ein Heiligtum umgeformt. But when the ceremony came, attended by most of the faithful and inhabitants, some dark pagan powers appeared next to the altar. There were maybe some ghosts or demons, and terrible slaughter started. The faithful priests attempted to consecrate the temple twice more in all, but with the same results. I deduce from it that some ancient pagan evil settled down at the temple, and that it has been attracted to it, all what's evil and infernal since then. Okay. Also sie haben versucht, das Ganze, weiß nicht, den Altar sozusagen zu weihen, zu ihren Gunsten umzuändern. Allerdings jedes Mal, jeder der drei Versuche, hat damit dazu geführt, dass es ein großes Geschlachte gab, denn Geister oder Dämonen sind erschienen, um das zu verhindern. Ja. Also lauter teuflisches, böses Gezücht taucht dann immer auf. Yes, it's quite possible. If the temple has been possessed by pagan unclean powers, it's probably the reason why there have been infernal creatures lingering in its vicinity for centuries. Evil attracts evil, no matter what its origin is. Oh, weise Worte, Bunkmond, gut gesprochen. Ja, es ist möglich, dass das Ganze hier von irgendwelchen heidnischen Geistern, unreinen Mächten besudelt ist. Das ist auch der Grund, warum diese infernalen Kreaturen auftauchen. Das schon seit Jahrhunderten. Das Böse zieht das Böse an, egal woher es stammt. That's exactly my opinion, son. I'm sure that if we could wipe out the evil from the Temple of All Gods, it would be a long step forward.
In the many centuries long fight against the unclean powers that have found their home in the ruins of Galibornium. And that's exactly what I'd like to speak with you about. Natürlich. Das heißt, wir dürfen jetzt hier den Geisterjäger machen. Ja, wen rufen wir da? Bunkmons, na klar. Das ist genau seine Meinung. Er ist sicher, dass wenn man den Tempel aller Götter reinigen würde, von den unreinen Mächten, ja, dann könnte man... könnte man dann wahrscheinlich wieder nutzen, ne? Ja, dann könnte man sich dorthin ausbreiten, auch wieder die Missionierung fortführen. Und deswegen wollen wir reden. So. I think I'm starting to guess what's your point here, Your Honor. Ja, wir wissen schon, worauf es hinausläuft. Yes, I think my point is quite obvious. I'd like to ask you to dare and to do what the Holy Mother Church has tried to no end several times during the last centuries. To consecrate the temple of our gods and make it a divine sanctuary. Would you accept such a demanding task? Tja, also genau das. Wir sollen dorthin gehen und sollen für die heilige Mutterkirche versuchen, das Ganze hier zu reinigen und alle bösen heidnischen Mächte zu verbannen. Tja, nehmen wir diese Aufgabe an. Leicht ist sie bestimmt nicht. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich sowas wie Töte Khan Rashgar oder sowas. Wahrscheinlich hier so das große Endziel, was? Ja. Ja, ich tue natürlich, was von mir verlangt wird. Selbstverständlich. I knew you wouldn't fail me, son. You're a true example for us all. May Archangel Gabriel himself and all the saints protect you. Here, accept this sprinkler with holy water. Das haben wir schon mal gehabt. Ach genau, haben wir schon mal auf den Stein geträufelt, ja. That will allow you to fulfill the task. As soon as the temple of our gods is consecrated, I'll send several of our priests to start with repairing it and to keep the flame of the true faith burning amidst infernal darkness. Ja, er wusste, dass ich nicht im Stich lasse. Wir sind ein wahres Idol für alle. Möge der Erzengel Gabriel selbst und alle Heiligen uns beschützen. Und er gibt mir heiliges Wasser, das ich nun auf den Altar wohl zu träufeln hätte. Und sobald er gereinigt ist, wird er mehrere Priester senden, die mit der Reparatur beginnen sozusagen. Und um die Flammen des wahren Glaubens inmitten der infernalen Finsternis brennen zu lassen. Das freut mich doch. Alles klar, euer Jan. May I do something for you now? Ja, wir haben ein paar Fragen. Wir würden gerne ein paar Fragen stellen, wenn es dann recht ist. But sure, son, there's nothing easier. What do you want to know? Ja, nichts leichter als das. Was fragen wir? Ach ja, wir suchen Ketzer hier in Glatzburg. Habt ihr Vermutungen, euer Ehren? I verify my suspicions myself or ask my prosecutors or inquisitors to do that. So I won't burden you with them, if you don't mind. Ja, er hat seine eigenen Leute, die sich darum kümmern. Geht mich also nichts an. Ist irgendwas Nennenswertes passiert? Francesca Gulvardi, the chambermaid of the Grand Duke, attempted to murder our Bishop Trevorius. Can you imagine the horror, son? She laid her hands on the highest priest of the Holy Mother Church here in the city, and is the work of infernal powers, I'm sure of that. The girl surely was possessed by an unclean spirit, because how else could such a slender body be so powerful as to scatter the confessional all over the Episcopal Temple? Nun, hat sie was in den ganzen Raum geschmissen? Ist dieser krank? Francesca Gulvardi, die Kammerzofe des Großherzogs, hat versucht, unseren Bischof Trevorius, den wir ja hin müssen, zu ermorden. Könnt ihr euch den Horror vorstellen? Sie hat es gewagt, den höchsten Priester der Heiligen Kirche anzupacken, hier in der Stadt. Und es waren natürlich wieder infernale Mächte am Werk, denn dieses zierliche Mädel hat unmenschliche Kräfte besessen und die dann ein bisschen rumgewirbelt sind, den armen Bischof. The attempt was made during a confession on the holy ground of the Episcopal Temple. Episcopal. And imagine, son, that the poor soul tried to tear the bishop's throat like some fierce beast. Fortunately, Bishop Trevorius is a man of strong arms and of the stout heart. He resisted the attack and helped the guards to arrest the girl.
She's been kept in the city jail since then, but it puzzles me why the bishop used his powers to forbid the Inquisition to hear and sentence the girl. It's such an obvious case of a possession that she can be freed of the unclean spirit only by the purgative flame. Das erinnert auch wieder an die Geschichte. Da ist ja so ein Roman dabei. Und da geht es auch um ein Mädel, das man einsperrt, weil sie angeblich, und alle haben es gesehen, ganz schlimme Dinge getan hat. Ja, ja. Und naja, der geht es halt nicht so gut, wenn sie dann dort im Gefängnis eingesperrt ist. Dann darf nämlich jeder von den Wachen mal Hallo sagen. Sehr ungünstig. Ja. Es hat versucht, ihm den Hals rauszureißen, wie ein wildes Biest. Allerdings ist der Bischof Trevorius durchaus in der Lage, sich jetzt zu verteidigen. Mutiger Mann hat der Angriff widerstanden und geholfen, sie einzusperren. Sie ist seither, oder also gefangen zu sein mit den Wachen, sie ist seither im Stadtgefängnis. Allerdings hat der Bischof ja seine Fäden ein bisschen, seine Dings spielen lassen, seine Beziehungen, und hat der Inquisition verboten, das Mädel zu befragen. Merkwürdig, wurde es auch so ein offensichtlicher Fall von Besessenheit ist, die man einfach so wegbrutzeln könnte. Ja, wie steht es hier eigentlich mit der Krise im Reich? Wie sieht es hier in Glatzburg aus? It depends on what exactly are you asking about, son. You want to know my opinion about what's the cause of all what has befallen the realm? Alright, I'll tell you. Nun, es kommt auch an, was genau ich meine. Über sowas Generelles? Gut, dann erzählt mir davon. The cause of all that is the smallness of people. People are creatures that have to be led. Aha, as a herd of sheep. By the firm hand of the shepherd. Only then the herd thrives, grows, and is content. It's not in vain that the holy scriptures say, God is our shepherd, and we are his humble sheep. And behold, the firm hand of the shepherd has relaxed, and the herd has scattered. Some sheep got the impression they are shepherds themselves and started to preach their own words. Other sheep were strangled by hungry wolves, but most sheep have just scattered in the woods in fear, and now they are at a loss. It's clear the hand of the shepherd has relaxed. So, so. Ja, also im Grunde genommen, so ein bisschen wie der moderne Politiker. Also die Menschen, naja, sie müssen geführt werden. Sie müssen so ein bisschen belehrt werden, denn sie sind wie Schafe. Und die Schafhirten müssen natürlich dafür sorgen, dass ja alles in Recht und Ordnung hier verläuft. Allerdings hat sich der Griff der Einfluss der Hirten hat sich so ein bisschen gelöst. Die Leute, sie verteilen sich. Manche wollen selbst zu Hirten werden, manche Schafe. Andere Schafe sind irgendwo in der Wildnis. Sie wissen nicht, wo, noch weder ein noch aus. Und naja, im Grunde genommen, ja, ist ja Gott unser Hirte. Allerdings, der Glaube ist erst abgefallen. Die Kleingeistigen, naja. Also ein bisschen sehr von oben herab. Aber gut, was soll man erwarten vom Richter hier? Have you heard wrong? Have I heard wrong or have you just criticized the church? Because it's just the Holy Mother Church who's the extended hand of the shepherd. Oh, das ist aber guter Einwand, Herr Bunkmund. Hat er sich da verhört oder hat er gerade die Kirche kritisiert? Das ist nur die heilige Mutterkirche, die die Hand des Hand Gottes bzw. Hand des Schäfers ist. You're very sharp, son. But don't try to find any words undermining the authority of the church in my speech. I'm trying to say people have erred and they need to be called back into the herd by their shepherd. And those who are the most savage must be destroyed. That's the task of the Holy Office, son. That's your task and the task of all my brothers inquisitors. If you too do well what the shepherd called us to do, our reward will be the return of God's earthly kingdom to the earth. Ja, ich habe wohl einen scharfen Verstand, also zumindest der Bunkmund, naja. Aber ich soll es nicht wagen, Worte in seinen Dinge in seinen Worten zu finden oder herauszulesen, die Autorität der Kirche in Frage stellen könnten. Ja. Was er gemeint hat, ist, dass die Leute ein bisschen, naja,
verloren sind und sie müssen einfach nur wieder auf den rechten Pfad geführt werden. Und alle hier ziehen im selben Strang, deswegen, ne? Alle, genau, und ich muss genauso meine Aufgabe erfüllen wie all die anderen im Namen des Heiligen Offizes. So, denn dann, wenn alles wieder zurechtgerückt wird, dann gibt es die Rückkehr des von Gottes Königreich auf Erden. God's earthly kingdom onto the earth. Okay. Sonst noch irgendwas Sinnvolles? Soll man das im Kult fragen? Nein, was für Monster und Kreaturen wandeln denn hier herum? Oh, there are more than enough Hellspawns in Gladsburg in its vicinity, son. As well as enough heretics and apostates. There are footpads and brigands waiting by the roads. There are Hellspawns from the devil's caverns raiding the woods. But what worries me most are the living dead in the city's cemetery. It seems the shadow of the beast sustained even that holy place, and the dead are raised back to the unclean life to become a tool of destruction. Who falls into their hands has his fate sealed. It worries me because there's nowhere to bury the dead, and if the deceased are denied eternal rest in the holy ground, their souls won't find peace. Ja, alle möglichen Kreaturen. Es gibt nicht nur die ganzen Ketzer hier rumstreunern, es gibt auch die ganzen Banditen, die Weh- und Wegelagerer auf den Straßen und natürlich die Wälder sind natürlich auch voll von Höllenkreaturen, aber was ihn am meisten beunruhigt, sind die wandelnden Toten auf dem Friedhof, denn jetzt können keine Toten mehr begraben werden und die ewige Ruhe finden und jeder, der in die Hände gerät, wird natürlich den Kopf kürzer gemacht, das ist natürlich klar. Komm, wir fragen einfach mal so ganz, einfach mal bitte Kult dieser Kinder der neuen Weltordnung. Was weißt du darüber? The Cult of the Children of the New Order? I've heard about it, of course. It's one of the historically important cases of the growth of a demonic sect and the fight against it. It all happened in the second half of the 9th century of the Empire. It was at the end of the Hundred Years' War when the whole faithful world was burdened with bloody wars and despair was breaking human hearts like deadwood. At the time, a certain Lucius, kennen wir schon, who deemed himself as a dark prophet, preached the end of the God's earthly kingdom and the freeing of Satan from his 1,000 years prison. With his teaching that denied the Holy Mother Church, the Holy Scriptures and God himself, and urged the indecent and depraved life, he gathered around him a numerous group containing even the members of the imperial court. The papal holy office was hard put to destroy the cult, but eventually it succeeded, and during great proceedings, it sentenced all the members of the cult, including Lucius himself, to be burned to death. As far as I know, there have been no mention of the cult since then. Why are you asking? Also im Grunde genommen, alles, was wir schon wissen, und wegen 9. Jahrhundert, Lucius hat es angeführt, hat sich als der neue dunkle Prophet aufgestellt hat das Ende vorausgesagt, beziehungsweise hat sich gegen die Kirche, die heiligen Schriften und Gott selbst gestellt. Ja, und hat im Grunde genommen ein degeneriertes Leben in Ausschweifung und sonstigem, gepredigt und hat dadurch viele, viele Anhänger gewonnen und die Kirche und Papal Holy Office, das päpstliche Heilige Offiz, hat sich darum gekümmert, alles vernichtet und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Warum stelle ich solche Fragen? Ja. Wir sagen nicht, weswegen wir hier, dass wir deswegen hier sind. Ich wollte nur meinen Horizont erweitern. Yes, that's commendable. Although I'm a bit surprised by that in a member of the aristocracy. Okay. Ja, wir sind ja Aristokrat, wir sind ja Adel. Oder ehemals Adliger, wir sind ja jetzt nur so Dieb aus, weil die Lebensumstände halt ein bisschen schwierig geworden sind. Aber gut, das ist alles. Ja, das war der Wellenhauer. Das war klar, es gibt viel. Boah, Trivorius, da ist er. Direkt mal, hätten wir auch direkt durchlaufen sollen. Gut, Trivorius, guter Mann, guten Tag. What do you need, my son? I've been quite short on time recently, so be brief. I've arrived from Hilbrand, Monsignore, to give you best regards from Master Edmond Dervias and to deliver you his letters asking for help.
Ja, was kann er tun? Wir sagen, wir haben den Brief von Meister Edmund, dem Paladin. You say you're arrived from Hillbrand. I've heard some strange events happening there. Is that Inquisitorial Judge Bellarion was executed there? He was my good friend, and death alarmed me very much. Let me see the letter of Master Derivas, mein Son. Here you are, Monsignore. Tja, ja, ich bin von da. Er hat gehört, was passiert ist. Unser guter Freund Valerian wurde getötet. Sehr alarmierend. Doch was mit dem Brief? Bitteschön. Ha! Sauber, Brief übergeben, Erfahrungspunkte, super. Well, really disturbing. According to what's written here, it was you that led the investigation of Judge Valerian and initiated the execution. I won't hide my resentment. There really was some suspicion of heresy, and I doubt that. The situation would have to be examined, man, by the Curial Inquisitorial Commission from Glatzburg and not by a self-appointed inquisitorial judge. I find your actions most inappropriate. Oh, ja, sehr beunruhigend. So steht, habe ich die Invest die die ähm, na die na Dings geleitet, die Investigation halt, Mann. Herausfindung, ob der so voll böse ist. Und der hat so seine ja, Exekution initiiert hat. Das findet er gar nicht gut. Das mag er nicht. Er zweifelt an, dass es da tatsächlich Ketzerei im Spiel war. Ja, das Inquisitorial Commission. Also von Glatzburg hätte sich darum kümmern sollen und nicht so ein selbsternannter, was heißt selbsternannt? Nicht ich hätte das Ganze übernehmen sollen. Self-appointed Inquisitorial Judge. Was heißt denn hier self-appointed? Ich wurde ernannt als inquisitorischer Richter. Ach nee, der andere. Ja, der es übernommen hat, der Jeremia. So. Das heißt nicht, er hätte das soll. Ja, klar, er hat ja das Offiz übernommen. Und jemand aus Glatzburg hätte quasi, das wäre der offizielle Weg gewesen wahrscheinlich, man hätte abwarten müssen und dann hätte man aus Glatzburg Hilfe holen sollen. Aber dass er so reagiert, merkwürdig, ne? Sollte er nicht irgendwie froh sein darum? Und warum aus Glatzburg? Ist das hier so die, ne, der ganz große? Egal. Sehr unpassend war meine, was sie dort getan hat. Don't interrupt me, son. The letter continues to say there's a suspicion. Judge Valerian concocted the invocation of the fallen angel Artamon, who is to enter this world with armies of orcs called forth from the accursed depths. It was worth, along with the diocesan Bishop Quintinus, he started to suspect that Judge Valerian could be a member of the heretical cult of the Children of the New World. Ja. Erzengel beschworen, Kinder des neuen Weltordnung, Bischof Quintinus war mit am Start. Ja. Exactly, Monsignore. And I should believe that. The seal on the letter seems to be genuine, but its contents trouble me. Do you really want me to believe Inquisitorial Judge Valerian has invoked the fallen angel Artamon to destroy the world? Do you want me to believe that Valerian was a member of the heretical cult that was destroyed several centuries ago? I'm sorry, but whatever happened in Hillbrand, the letter from Master Davias didn't convince me of anything. Do you have another proof that would assure me of the verity of those events? Okay. Er ist äußerst skeptisch. Er glaubt weder, dass da irgendwas beschworen wurde, noch dass da irgendwie ein Kult hier am Werk ist, der schon seit mehreren Jahrhunderten vernichtet wurde. Ja, was auch mal passiert ist in Hillbrand, ja, der Brief von Meister Davias überzeugt ihn von überhaupt nichts. Habe ich sonst noch irgendwelche Beweise, die das Ganze hier bestätigen könnten? I do, Monsignore. We found this scroll hidden among the belongings of Judge Valerian. Genau, hier ist die Rolle auf Menschenhaut oder aus Menschenhaut. Well, it's really a strange scroll. Parchment seems to be very old. Its sides are frayed already. The leather it's made of is unknown to me. The leather. It's really worrying in the text. It looks like some runes or a code. It's true, the cult of the Children of the New Order used to write in the forbidden script of Satan, but it's hard to say if this is exactly the case. I'm sorry, but although the scroll is quite troubling, it doesn't prove anything. Ja, also offenbar auch hier wieder, er erkennt, dass das ein Code ist. Auf dem Papier und der, oder Papier, ja, auf dem seltsamen Leder. Es ist unbekannt, aber es sieht alt aus. Runen oder ein Code?
Und der Kult der Kinder der Neuen Ordnung schrieb in den verbotenen Schriften Satans. Aber es ist schwer zu sagen, ob es sich hierbei um so einen Fall handelt. Ja, ich meine, ja, er ist nicht ganz sicher, ob das... Es ist zwar beunruhigend, aber es beweist doch gar nichts. Tja, Monsignore, would hate to be impolite, but I must insist. Although was contained in the letter from Master Dedmont really happened, and there's reasonable suspicion that the crimes of Judge Valerian weren't of his invention. Please help me. Ja, wir bitten ihn um Hilfe. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Alles ist so passiert, wie es da drin stand. Und ja, es gibt den Verdacht, dass es nicht seine Erfindung war, nicht des Richters Valerian, sondern dass da mehr dahinter steckt. Also bitte. Bitte helft mir. Mit Gewalt gegen ihn? Schlechte Idee. Bestechung? Schlechte Idee. Nehmen wir mal das Erste. Bitte helft mir. Wir bitten um seine Hilfe. Seine Mithilfe. Oh. No, my son. I'm sorry. You didn't give me any plausible proof confirming things Master Davies writes about. On the contrary, I guess it would be more than advisable to let it all be investigated by the Tribunal of the Inquisition. I will mention it to Father Trunquilius, the Curial Inquisitor of Glatzburg. Oh, okay. Also doch nicht so einfach hier alles. Nein, es ist kein plausibler Grund zu bestätigen, was Meister Darvias erzählt. Im Gegenteil. Er wird es wohl dem Tribunal der Inquisition übermitteln. Und er wird es Vater Trunquilius, dem Curial Inquisitor, der Chefinquisitor hier von Glatzburg, übermitteln. What? You want to make the Inquisition investigate me? Jetzt stehen wir, jetzt ist die Inquisition uns auf den Fersen. Ist aber unangenehm. Indeed, my son, it's necessary to shed some light on what was going on in Hilbrand. As I said, you did persuade me about the truthfulness of your words in any way. The scroll is totally insufficient as a proof, because we don't know its contents, and without it, it's worthless as evidence. Tja, wir konnten da offenbar nicht unbedingt Licht ins Dunkel bringen, was in Hilbrand passiert ist. Und die Wahrheit meiner Worte konnte auch nicht bestätigt werden. Und die komische Spruchrolle hier, diese Lederrolle, die reicht nicht aus als Beweis. Denn wir kennen den Inhalt nicht und ohne das ist es wertlos als, naja, als Beweis. But that's what I'm talking about, Monsignore. I wanted to ask you for help with deciphering that scroll. I haven't been able to do it myself. Genau, deswegen sind wir hier, dass er uns hilft bei dem Entziffern des Codes. Well, I don't know. It looks suspicious. I don't want to be pulled into some strange game you seem to have opened in Hilbrand. But maybe you're right. Deciphering that scroll would solve much. All right, I'll help you. Sehr gut. Er hilft. Sieht schon sehr merkwürdig aus, die Rolle. Aber möchte ich in irgendein Spielchen, das ich hier vielleicht in Hilbrand eröffnet habe, hineingezogen werden. Aber vielleicht habe ich recht. Die Spruchrolle zu entziffern wäre tatsächlich ja ein Teil, um das hier zu lösen. I can't read the runes myself, and I doubt there is a book containing the transcription of this or some similar script in my diocese, but I know of a person skilled in many occult and supernatural matters. Ah, wieder. Also das gleiche in grün. It is the wise woman Enri Jungwirt. Aha. Bestimmt eine alte Frau, oder? Who lives here in Glatzburg. Seek her out and show her the scroll. If she's willing to help you, let her translate the scroll and then return to me. Aha, also müssen wir jetzt wieder mal zur... die Kirche rafft das nicht, deswegen müssen wir zur weisen alten Frau, zur Enri Jungwirt. Und die soll das mal versuchen zu übersetzen. Ich soll sie aufsuchen, ihr die Spruchrolle zeigen. Und wenn sie willens ist zu helfen... Sollen wir sie hier die Spruchrolle übersetzen lassen und dann zu ihm zurückkehren. Thanks for your help, Monsignore. May I speak with you a moment longer? Yes, if your questions concern important matters, in any other case I'll have to excuse myself, not execute myself.
much to do. Ja, wahrscheinlich läuft den ganzen Tag hier rum, hat so viel zu tun. Ja. There is certain suspicion that the alleged coming of the fallen angel Athamon into this world was accompanied by a really ferocious supernatural storm occurring in Hildbrand. Did a similar storm occur here in Glatzburg too? Ja, wir sprechen davon, dass die. Ja, wir fragen ihn mal nach dem Sturm, der mit dem Aufkommen oder mit dem Beschwören des Erzengel Athamon in Hildbrand passiert ist und ob Ähnliches auch hier passiert ist. Irgendwie ein Geistersturm des Nächtens. Strange. There in fact was a storm not long ago. A tempest unlike anything anybody had ever seen in this town. Even the wise woman Enri Jungwirth was very disturbed by that holy weather. People unanimously swore that there was something dancing in the sky. Da schon wieder. Maybe ghosts or hellspawns. So, seltsam. Das ist jetzt gleich auch passiert. Und sogar die weise Frau war beunruhigt darüber, von diesem unheiligen Wetter. Man schwor, dass man Dinge im Himmel hat tanzen sehen, vielleicht Geister oder Höllenkreaturen. Well, but I personally don't think something like that would happen. People are just terrified by all that has befallen our realm, and so they are ready to see hellspawns in every shadow. But if your suspicion concerning the fallen angel Athamon were to be confirmed, then I would really shudder to think that the storm that occurred here could have meant, or what it could have meant. Ja. Er selber glaubt das natürlich alles nicht. Er ist da sehr skeptisch. Und die Leute glauben in diesen schweren Zeiten natürlich alles. Und sehen überall sehen sie nur Höllenkreaturen in jedem Schatten. Naja. Aber wenn sich mein Verdacht über den gefallenen Engel Artemon bestätigen würde, naja, dann wäre das durchaus mehr als beunruhigend, was da mit dem Sturm passiert ist oder warum dieser Sturm aufgetaucht ist. Genau, was ist mit dem Mädel Francesca Gulvardi, die vor kurzem versucht hat, ihn alle zu machen? Was könnt ihr mir darüber erzählen? I have nothing to say about it now, my son. I'm sorry. Gut, er hat nichts zu erzählen. Über dieses Thema. Ja, irgendwelche Ketzer hier oder übernimmt das jetzt auch wieder hier die lokale Inquisition? Wie sieht's aus? I have nothing to say about that, my son. I'll say nothing about my suspicion of heresy for now, and it will be better that way for both of us. So, für uns beide ist es besser, wenn er das für sich behält. Ist irgendwas passiert, was nennenswert wäre? Lots of evil events have happened lately, son. Nevertheless, perhaps the worst is the case of girls gone missing. I don't know if you've heard about it, but several very young girls from the city and its vicinity have gone missing under strange circumstances. They barely grew too old for children's games. They were all lambs I've known since their birth, and which I myself baptized. I shudder to think about what the kidnapper want to do to them. Ja, lauter kleine Mädchen verschwinden hier seltsamerweise in der Stadt und seiner Umgebung unter merkwürdigen Umständen. Sie sind kaum alt genug, um Kinderspielchen zu spielen. Es waren Lämmchen, die er von Geburt an kannte, die er selbst getauft hatte. Und da möchte ich wissen, was man mit ihnen macht. Nun. Ja, wie viele sind bisher verschwunden? Lots of evil events. What? If my information is correct, there's three up to now. Also drei Mädels sind verschwunden. Denkt ihr, es gibt einen gemeinsamen Bösewicht? Yes, I'm sure of it. I'm even certain it's a human and not some demon or other hellspawn. That's because minions of hell murder everyone. They don't distinguish between men, women and children. They don't perform any occult rites, they don't celebrate dark masses, and don't do anything of that what's so dear to all heretics. And so I'm convinced the kidnappings are the work of a man, of a disgusting, delusional heretic. And because of the similarity of all of the cases, I think it's one and the same culprit. Ja, ich glaube, das muss einer derselbe gewesen sein. Und ein Mensch,
Kein Dämon oder sonstige Kreatur aus der Hölle würde sich, ja, die würden einfach nur alles abschlachten, würden sich nicht darum kümmern, ob es jetzt Mädchen, Mann oder Frau ist, sondern die würden einfach alles, was einen Puls hat, eliminieren. Und da glaubt er nicht, dass es irgendwelche, gibt auch keine dunklen, okkulten Riten, die abgehalten werden, oder dunkle, schwarze Messen abhalten. Ja, deswegen glaubt er, dass es von einem Ketzer, einem widerlichen, desillusionierten Ketzer muss das wohl sein. So. Was wisst ihr denn über die gefallenen Engel? Ah, oh, you're interested in the fallen angels? That's a very dark sign of the true faith, my son. The Holy Scriptures refer to the fallen angels as the representatives of the power of hell, the emissaries of evil and creators of all that is unholy. They are the executors of Satan's will, his minions, and mighty vessels. They all used to be angels, the same as Gabriel, Michael, or Raphael, but they were thrown down from heaven for their crimes against God Almighty, where they have been imprisoned since then. Still, they're able to infiltrate this world through the unholy powers they wield, or through their minions, the lesser creatures of hell. Ja, sind im Grunde genommen gefallene Engel, wurden aus dem Himmel verbannt, rausgeschmissen und ja, versuchen und wirken mit ihren dunklen Kräften entweder selbst oder durch ihre Höllenkreaturen hier auf Erden. Aber im Grunde genommen sind sie auch nichts anderes als die Engel wie Gabriel, Michael oder Raphael. Oder Donatello, ne? Ja. How many of the fallen angels? Wie viele gibt's denn insgesamt? Ah, there are four of them. Artamon, the ruler of ruin of destruction. Baphomet, the master of chaos and the sower of madness. Serdi, der habe ich nie gehört. The unholy mother of debauchery. End of the original sin. And the fallen archangel Azrael, the first of Satan's underlings. The harbinger of his will and the advocate of evil. The four horrible substances of all that's represented by evil. Ah ja, natürlich. Wieder vier Elemente, also auch vier. Was hat das damit zu tun mit vier Elementen? Vier. Das Heidnische eben, wo es eher um die. Statt um die heilige Dreifaltigkeit geht es bei diesem alten Heidnischen eher um die vier Elemente und deswegen auch die vier Bösen. Wer weiß. Ja, es gibt vier Stück. Artamon, haben wir schon gehört. Baphomet, den Herrn des Chaos und des Wahns. Serdi, die unheilige Mutter der Völlerei und wie heißt es denn? Ursünde, oder? Die originale Sünde, Original Sin. Wie heißt diese Erbsünde, Ursünde, irgendwie sowas. Erbsünde, glaube ich, ne? Und der gefallene Erzengel Azrael, der erste von Satans Unterlingen. Ja, der im Grunde genommen ihm direkt unterstellt ist. Advokat des Bösen. Die vier schrecklichen Substanzen all dessen, was das Böse repräsentiert. Substances. Aber waren das nicht fünf? Sind das nicht auch diese alchemistischen Geschichten, oder? Da gab es auch. Was waren das nochmal? Ach, die. Ach Gott, das wusste ich alles mal, verdammt. Substances, what do you mean by that? It's a question of if they really have any material form or if they are only personified infernal powers. To know the truth, church scholars have sought the answer for just that question since time immemorial. Saint Glorifeld believes that they are beings with a firm shape, although no one has ever seen them because I'm in our world. They are just a materialization of ideas of men. On the contrary, Nicholas of Auxilliaries is of the opinion they have no material form, much like God himself has no material form. It's really a difficult question, and I doubt someone will find any satisfactory answer to it. But whatever the truth is, the fallen angels really exist and constitute a great threat for God's earthly realm. Ja, die sind also tatsächlich real, allerdings eventuell nicht von körperlicher Substanz. Ja, die Frage, ob die wirklich existieren im Sinne in körperlicher, materieller Form, das fragt man sich hier in der Kirche schon seit Beginn an.
Der heilige Glorifeld glaubt, es sind ja, Kreaturen mit einer, ja, wie soll man sagen, in fester Form. Nur eine Materialisierung der Ideen der Menschen. Und Niklas von Auxilius allerdings glaubt, dass sie keine feste Form haben, so wie Gott selbst keinen Körper hat, sozusagen. Das ist aber eine schwierige Frage und er glaubt nicht, dass irgendjemand das bei Zeiten herausfindet. Nun gut, welche Kreaturen haben wir denn hier zu erwarten? So you're asking me what enemies you may face here, son. Ganz genau. Then know that the worst enemy of faithful men is unfaithfulness. Ach, das ist aber poetisch. Because if you lose faith in God, then you lose your soul and all hope is salvation of salvation. But that's probably not what you wanted to hear. Nee, ganz sicher nicht. Was meint er? Ja, von wegen, der größte Feind, den wir hier haben, ist der vom Glauben abzufallen. Denn wer vom Glauben ablässt, ja, der verliert seine Seele und die Hoffnung auf Erlösung. Aber das wollte ich wahrscheinlich nicht hören. You want to know who or what may kill you here in Glassburg, am I right? Yes, I can see I am. Was, er will mich töten? Then be sure that there's a lot of infernal monsters and minions of hell, but I'm no expert on this matter. Try asking Sheriff Smith. He'll surely be glad to answer all your questions. Ja, was genau hier rumgestreunt, das kann er mir nicht sagen. Ich soll da mit Sheriff Schmidt sprechen. Der kann mir sicherlich beantworten, was ich wissen möchte. Gut, das war anders. Gut, I've heard that several young girls have disappeared. Gut, dann müssen wir die drei Mädels hier müssen wir mal wieder finden. Die haben sich leider verlaufen wahrscheinlich. Niemand weiß, wo sie sind. Aber sie wurden anscheinend entführt. Tja, wurden sie von bösen Schurken entfernt? Oder bei Dienern der Dunkelheit? Wie das eine oder das andere ist besonders beruhigend. Das ist wohl wahr. Ah ja, guck mal hier. Sturm, genau wie in Hillbrand, ist hier über Glatzburg hinweggefegt. Genau wie hierzulande, ja, ja. Ob da auch was mit Dämonen passiert ist, man weiß es nicht. Ach, hier wieder die Dämonen tanzen in den Schatten und so weiter. Francesca hat den Diözesan Bischof Trevorius zu ermorden. Ja, angeblich besessen, aber man weiß es nicht genau. Toten erheben sich aus den Gräbern. Ja, und Satan selbst würde in den Ruinen der Heidenstadt Galibornium in der Nähe von Glatzburg hausen. Die Teufelskavernen. Ui, 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 ui. Fürchte nur mein Leben, gehe nicht dorthin. Verstehe. Sheriff Gendriel Smith in Glatzburg is paying for the death of local rogues. Achso. Ah, da muss ich wahrscheinlich einen Räuberskalp mitbringen, ne? Dann haben wir ihm gegen seinen Kopf drehte, bis er tot war. Vigilante is representing Smith with proof of their kills will be rewarded with a rather hefty sum of gold. Sehr gut. Gold brauchen wir unbedingt. Nur 80.000. Ja, der Großherzog, der dicke Robert Heydrich. Ja, ja. Und der Vize ist der Herzog Rowan van Liering. Ja, kümmern sich wenig um die Bevölkerung. Ja, und andersrum. Die Situation in Glatzburg ist dire indeed. Ja, sieht nicht so gut aus hier. Die haben auf jeden Fall gute Erfahrung bekommen. Wie gut ist sie denn? Was brauchen wir denn noch? Boah. Geschmeidige, was sind das? 7200. Oi. Okay. Wir haben doch aufgelevelt. Ja klar, das letzte Mal ja für die erfolgreiche ja, Verbrennung des bösen Richters haben wir ja Geld bekommen. Ja, so ist das. 25, jetzt geht das wieder los. Range Combat Simulation, der Supermeister, dann macht man nichts mehr. Wobei ich mich frage, wenn man da weiter Punkte investieren würde. Nee, das bringt nichts, ne? Es geht immer nur
Nur die Klasse, Meister, Journeyman und so weiter, das ist ausschlaggebend. 25. Oi, oi, oi. Thieving sind wir auch schon Meister. Ja, ja. Eloquenz geht's erst mit Level. Was sind wir denn? Wir sind immer noch Disciple? Okay, wir müssen auf 11. Sind wir schon? Wir sind schon auf Stufe 11. Level 29 in 4. Okay, das ist eh schon fertig, sozusagen. Identifikation ist unwichtig. Wir haben einen Zauber, der das macht. Perception, ja. Könnten wir bis Level 16 hoch. Oh, das können wir sogar wirklich machen. Perception ist wichtig, ne? Dass wir die Dinge sehen. Meisterrang mit Level 16. Intelligenz von 40 haben wir auf jeden Fall. Wir haben 60. Wir sind super intelligent. 24. Wir haben den. Das haben wir schon erreicht. Boah. Zwei Pünktchen können wir damit gerade mal machen. Aber ich meine, das wird berücksichtigt, ne? Dass wir. Dass wir die Sachen hier tragen, das wird doch berücksichtigt. Magical Skills, das sind Non-Magical Skills. Ich sehe das mal trotzdem spaßhalber aus. Wir haben 3 und 3, ne? Magisch, magisch. Oh, nicht magisch. Ach, wir haben 4 und 2, ja, ja, ja. Oder sogar 5 und 2 nur, oder? Das hier ist nochmal, der Ring war, ach, das ist Thieving. Ach so, magisch, okay, okay. Magisch? Wie, ich habe nur noch einmal magisch? Moment. Wir haben doch 3 und 3. Nicht magisch, nicht magisch, nicht magisch. Wieso haben wir nur noch nicht magisches Zeug? Attribute. Ah, magisch. Okay. Ja, okay, okay, okay. 2. 3. Da ist es. Da ist es. 3 und 3 und 1. 2. Wahrscheinlich 4, ne? Ja, komm, die kann ich ja beide tragen. 5. Boah. Okay. Gut, dann ja, ja, ja. Was haben wir gesagt? Eloquenz dauert noch ewig, ne? Mit Stufe 6 haben wir jetzt hier. Eloquenz oder Perception. Das dauert noch eine ganze Weile mit Eloquenz. Da geht Gentleman gerade mal ab Stufe 29. Wir sind 25. Das hier ist allerdings schon längst machbar. Ja, machen wir das mal so, oder? Stecken wir alles in die Wahrnehmung, dass wir die Bösewichte auch total wahrnehmen. Das ist wichtig. Ich mache das hier nur, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, ne? Damit ich weiß, dass ich nicht irgendwie, weil es gibt manche Spiele, wenn ich in einem Bereich bin, wo es dann plötzlich zwei, hier bei Gothic zum Beispiel, da muss man ja auch drauf achten, dass man, glaube ich, meine ich, dass man, oder wie war denn das? Ach nee, da musste man nur das ganze Zeug, wenn's plus 3 oder plus 4 wurde, irgendwann für eine Steigerung von Attributen zum Beispiel, dass man das natürlich nicht am Anfang nimmt, sondern das dann ganz am Ende. Ne? Weil dann kostet es viele Erfahrungspunkte später. Statt dass man für einen Erfahrungspunkt einen Stärkewert bekommt, ist es dann später eben 3 oder 4 für einen Stärkewert. Und deswegen nimmt man das Zeug ganz am Schluss. Am Anfang levelt man noch standardmäßig in dem Bereich. Aber es gibt auch, glaube ich, andere Spiele, wo man dann irgendwie plus im Bereich ist, wo es dann schon mehr kosten würde, aber ne, quasi magisch plus 1, dass ich dann mehr zahlen muss, sozusagen fürs Aufsteigen. Aber gut, das haben wir. Das heißt, wir sind ein bisschen. Wir sind jetzt Journeyman Level. Und den Meister, da brauchen wir 16. Ei, 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 ei. Mindestens noch ein Level ist das. Gut, Werte technisch. Was brauchen wir? Was war das Maximum?
35, ne, 40 Intelligenz. Braucht denn irgendwas? Das hier können wir sowieso nur machen. Bis 38 ist das wahrscheinlich alles, ne? Die ganzen magischen Sachen sind alle 38. Das ist uninteressant. Perception sind 40 Int. Eloquenz 36 Int. Wenn ich irgendwas. Ne, Dex 50. Ambush. 70 Dex. Okay, das ist das Einzige, aber auch das haben wir ja schon längst im Sack. 62 Dex. 74 Dex für Stealing. Okay, das haben wir nicht. 50 Dex. Wahrscheinlich sind wir sowieso gut genug, um hier zu stehlen, oder? 72 Dex, 74 Dex. Also Agility ist das mit dem Ausweichen. Okay, und Ambush ist das mit dem Schaden. Das ist mit Journeyman. Was bräuchten wir da? 16, oh, 70 Erfahrungs. Haben wir alles. 70 Dex. Also im Grunde genommen von Werten eigentlich mittlerweile alles egal. Das heißt, wir machen einfach nur. Haben mehr Stamina, machen mehr, haben mehr Verteidigung. Stimmt, die Verteidigung spielt ja auch eine Rolle. Natürlich geht die ja auch hoch, wenn wir so geschickt sind. Wir weichen ja quasi wie durch Agilität, weichen wir einfach aus. Aber Trefferpunkte halte ich auch für wichtig. So den Hauptkern, da bleiben wir mal dabei. Okay, aufgelevelt haben wir also auch, aber. Hier gibt es nichts Neues zu verzeichnen. Da müssten wir dann ja uns dann explizit drum kümmern. Ach, da war ja mal was. Stimmt, ich wollte ja eigentlich mal. Ups. Ach, okay, das ist alles 35, oder? Nee, wir sind überall Studenten. Level 35. Jetzt noch 10 Stufen. Ja, und nach 10 Stufen können wir dann Initiierte sein. Weil hier war das mit den Hunden, war das, ne? Infernal Hounds, ja, das hat interessiert. Oh, Regeneration, Pagan. Genau, Regeneration muss man initiierter. Das ist dann aber Level 35, ja klar, wie alle. Level 35, okay. Relativ gute Werte, das macht, glaube ich, diese Haut des, nicht des Erretters, sondern das andere. Okay. Da ist der gute Braham. Noble sir, give a little gold to a poor tormented soul. I'm a humble servant of God, the humblest of all. All my life I've been living in accordance with the commandment of Saint Baudoli. What? Baudolinus. Be modest, so there's more left for those who need it. I humbly low my head before God Almighty and the crown. God save the king and all the gentlefolk. Ja, ein. Sowas von frommer, der Braham, der ist sowas von Nobel und Quatsch. Ich bin der Nobelherr. Er ist eine gequälte Seele, aber er ist ein bescheidener Diener Gottes, der bescheidenste von allen. Ja. Sein ganzes Leben hat er natürlich nur Sankt Baudin, irgendwas, was? Baudolinus gewidmet. Und, ja. Er neigt sein Haupt vor dem allmächtigen Gott der Krone. Gott schütze den König. Ja, okay. Trägt ein bisschen dick auf, dafür, dass er einfach nur sagen könnte: Hast du mal eine Mark, wa? Braham, sein Name. Braham von Ullstadt. So. Seid ihr ein Adliger? Oh, no, sir. You started to call me that when I was a little kid, because they found me at the gates of Ullstadt. I don't even know who my goddamn parents were. They left me bare naked on the streets and didn't care whether wild dogs ate me. Er ist nicht Nobel, man hat ihn nur an den Toren von Ullstadt zurückgelassen. Man hat ihn gefunden, man weiß nicht mehr, wer seine Eltern waren. Nackt in der Straße haben ihn rumstehen lassen. Tja, man hat sich nicht darum gekümmert, ob ihn wilde Hunde fressen. Habt ihr immer gebettelt oder habt ihr nie versucht zu arbeiten? And who gave me work, noble sir? Who would trust a tramp and a beggar? Once you're a hobo, everybody closes their door. They'd rather give you a coin than having to watch out for you if you're not stealing anything. And you can swear by the name of St. Baudolino and by all the angels that there are in the heaven. It still doesn't move anyone.
That is the fate God has chosen for me, and I'm trying to live in accord with that. So if you could spare a coin, I'd be grateful. Ja, keiner möchte sich ja mit dem Penner abgeben. Lieber geben sie mir eine Münze und sagen, komm, mach dich weg, anstatt dass man ihn ständig unter Beobachtung hat, ob er nicht wieder was stiehlt. Nun ja, das ist immer sein Schicksal, aber er versucht danach zu leben. Also, habe ich jetzt eine Münze? Es wäre sehr dankbar. Ja, nimm diese Münzen. Use it wisely. Sollen wir das machen? Nee, das wäre ein bisschen hart. Wir sagen natürlich nicht, du kriegst nichts, weil du, naja, du hast, ist es nicht selbst, es ist ja selbst verschuldet. Ja, du bist nicht irgendwie, nicht, dass irgendein Unfall oder Unglück hat dich, ist dir widerfahren, sondern du bist selbst verantwortlich. Goodbye. Nee. Komm, wir sagen, hier hast du meine Münze. Benutzt ist weise. Ah, thank you very, very much, no, sir. But wait a moment. I want to ask you something. I could have missed that you're noble. You see the assertion of justice in the realm and such, don't you? Ja, ich bin auch Adliger. Ich kenne mich doch ein bisschen aus. Was willst du denn von mir noch? Das meine ich nämlich, ne? Jetzt ist man so gnädig und gibt man eine Münze, fährt nicht direkt an, sondern na, jetzt ist er auf einmal redselig geworden. Stimmt, worum geht's denn? Warum fragt ihr? I know, I'm just a beggar, but anyway, I'm victim of a crime and I seek justice. Ach so, er ist zwar nur ein Bettler, allerdings ist ihm ein, ja, er ist das Opfer einer Straftat und er sucht Gerechtigkeit. Ja, was ist denn passiert? Worum geht es? Was ist eine Art von, I've been robbed, noble sir. Robbed in full daylight and nobody did anything to help me. Ach, mal die bestohlen und niemand hat was getan. Im helllichten Tageslicht? What did they steal from you, good man? You don't seem to have much, ja nicht mehr. Wahrscheinlich sah er vorher ganz anders aus, ne? War ein normaler Adliger und jetzt haben sie wahrscheinlich erst alles bis auf das Hemd am Leib gelassen und jetzt sieht er so aus wie irgendein so Lumpenerner hier. Naja. They stole my silver amulet. I had it since I was little. They found it on me at the gate of Ulstad, where my parents left me as soon as I was born. It's a magic amulet, which protects me against all the evil in this world. It must have been sanctified by the Saint Baudolinus personally. I'm so all about it. Nun gut, man hat ihm sein Silberamulett gestohlen, das ihm wohl, weiß nicht, Schutz vor Bösem oder sowas, ne, zaubert, permanent, und das war das, was man ihm noch zurückgelassen hatte. Das Einzige, was man da seine Quasi-Eltern hatte, es wurde, bestimmt wurde es von Saubodinus selbst, höchst selbst, Dings hier, ne, gesegnet oder was. Und wer hat es denn gestohlen? It was the bitch, Wanda Kielwitz. Ah ja, or to be precise, one of her bullies who knock out all your teeth before you have the time to say sorry. He came to me and before I could say anything, I was lying in the mud and the lout was walking away with my amulet. But I'm not going to leave it that way. I want it back because it's mine. I know my rights, really. Ja, die gute Frau Wanda Gilwitsch, oder einer ihrer, wie nennt man das denn, Geldeintreiber wahrscheinlich, die dir alle Zähne ausschlagen, bevor du auch nur die Zeit hast, um dich zu entschuldigen, kam zu ihm und bevor er irgendwas sagen konnte, lag er schon Dreck und lief mit dem Amulett davon. Aber das lässt er nicht auf sich beruhen. Er will zurück, es ist seins, er kennt seine Rechte. Tja. Komm. Wir helfen selbstverständlich. Aus der Güte unseres Herzens, wir bringen euch das Amulett zurück. Really? Yeah, be really grateful, no, sir. Genau. Alles klar. Können wir Fragen beantworten? Eine neue Aufgabe wurde vergeben. Sehr gut. Whatever you wish, noble lord. For a little gold, I'm gonna tell you what you need to know. I know the city and the people in it pretty well. Really? So. Er kennt sich aus, er kennt die Leute. Ja, weiß Bescheid. Ja, ich suche nach Ketzern. Habt ihr denn einen Verdacht? Lass mich raten, die Wanda Gilwitsch, die ist bestimmt eine Hexe. Have you heard anything? Oh, Heresy.
I don't want to finish in Global Set. I don't want to end up in a steak or eating hospital food. Sorry, noble sir, but that isn't something I would want to talk about. Even if I knew something, I'd rather bite my tongue off than get into some kind of trouble. Das sagen die übrigens alle, ne? Sobald hier von irgendwelcher Ketzereien sowas gesprochen wird, oh, sind sie alle ganz vorsichtig, denn falsche Anschuldigungen und so weiter enden da wahrscheinlich recht schnell am, nicht am Strang, sondern am, auf dem Scheiterhaufen, am Stock. So oder so ähnlich. Aber interessant, wie sie alle reagieren. Ja, er möchte auch nicht sagen. Lieber beißt er die Zunge ab, als dass er irgendwas dazu sagt. Nee. Er will darüber nicht reden. Von Ketzereien und so und sie beschuldigen. Nee, da hält er die Finger. Hält er die Finger von. Ja, habt ihr zufällig von einem ketzerischen Kult namens die Kinder der Neuen Ordnung gehört? Maybe, depends on whether you're willing to pay 30 GP. Ja, selbstverständlich bin ich willens, 30 Mark zu zahlen. Nope, never heard about it. Clearing of the New Order. Du Ratte. I don't suppose there's anyone like that in the city. All they are well hidden, so they don't make a party talk. That's quite possible. But anyway, I've never heard of them. Ich hab nie von ihm gehört. Toll, dafür habe ich 30 Mark gezahlt. Aber offensichtlich, na gut, heißt es ja nur, dass man nicht... Dass es nicht offensichtlich ist. Vielleicht ist irgendwo was Verstecktes im Untergrund. Oder nichts in Glatzburg selbst. Das kann ja auch sein. So. Irgendwas Benennenswertes passiert? Maybe it depends whether you're willing to pay 30 GP. Selbstverständlich, hier. Ah, do you know Francesca Gulvardi, noble sir? She's a night girl, pleasure to look at, really pretty, I must say. She's one of our Grand Duke's servants. Well, she was, until that thing happened, you know. She tried to kill Bishop Trevorius. Can you believe it? He was rising the church in the middle of confessions. She hurled herself at him like some kind of wild beast. Probably wanted to dismember him, but he is the bishop, fortunately, if... It's no whip, so he could deal with her with all his luck, however. Francesca has been held in the local jail since. Let's say she posed by an unholy spirit in a keyboard or something. She might be totally out of her mind. How dreadful. Ja, erzähl uns die Geschichte davon, dass Francesca Gulvardi die Kammerzofe des Großherzogs, oder die Dienerin, ganz nett anzuschauen und kann man es glauben, sie hat versucht, den Trevorius zu töten. Wie ein wildes Biest ist sie auf den Loof gegangen. Und zwar mitten in Middle of Confessionals. Confessionals. Wahrscheinlich in so eine Messe oder sowas. Der, währenddessen vor versammelter Mannschaft. Auch hier wieder, ne, wie das in dem Buch auch, in diesem Roman stand. Da war das ja auch so. Bloß hat sich dann entblößt vor dem, was auch immer. Jedenfalls wird das so erzählt. Und alle sagen, ja, ich hab's total gesehen. Offenbar ist das aber nie passiert. Naja. Eine gute Geschichte, muss man sagen. Kann man sich echt mal antun, diesen Roman. Der ist gut. Relativ kurz mit 70 Seiten, 80 Seiten, aber kann man sich trotzdem mal geben. Ist kein komplettes Buch. Aber eine schöne Kurzgeschichte, würde ich mal sagen. Ja, sie muss total irre sein. Und seitdem ist sie eingesperrt, das kennen wir alle schon. Ja, das ist alles. Gut, vielen Dank. Wir kommen darauf zurück. Was ist das denn? Hä? 250 Erfahrungspunkte fürs Anklicken? Was ist das denn? Eine neue Aufgabe? Nee, keine neue Aufgabe. Okay, das kennen wir alles schon. Quests. The Innkeeper. Ach so, Wanda Gilwich sees the beggar Braham's silver amulet. I've decided to remedy that injustice and return the amulet to the beggar at once. Okay. So sieht's hier also aus. Da ist der Chef. Der dicke Heindrick. Vielleicht müssen wir da... Ja, müssen wir da Meldung machen? Eigentlich nicht, oder? Wir haben eine ganz andere Aufgabe. Wir müssen zur, wie ist sie noch? Die gute. Jung wird. Naja, ist wahrscheinlich alt und ihr hofft, dass sie nochmal jung wird. Und mit der müssen wir sprechen. Und, wie hieß die noch gleich? Mit Vornamen? Wo war das noch? Wie ist das gleich? Glatzburg. Sturm.
Wo steht's denn? Hitze? Nee, nee. Aber sehe ich es jetzt gerade nicht? Oder steht das gar nicht hier? Okay, dann nicht. Pech gehabt. Hier ist nur lauter Bauernvolk, mit dem wollen wir natürlich nicht reden, mit denen haben wir nichts zu tun. Ach, hier sind auch schon wieder irgendwelche Ruinen. Räumt auch keiner weg, ne? Leben hier einfach in den Trümmern. Das finde ich sowieso immer so schwachsinnig. Genau wie bei sowas wie diesen Fallout 3 oder 4. Die leben quasi angeblich ja seit 100 Jahren oder Hunderten von Jahren irgendwie in absolutem Müll und in irgendwelchen Wellblechhütten. Ich meine, welcher Schwachsinnige hat denn das zusammengeschrieben? Ich meine, wer räumt denn nicht vor seiner Hütte auf? Was ist das alles für ein Schwachsinn? Und dass die da wirklich drin hausen, irgendwie im Müll und das seit Jahrhunderten? Was sind das für eine Idiotenschreiberei? Naja, aber es reicht, ne? Beste Fallout, Alter. Ja, nee, ist klar, Chef. Aber das sind mal schöne Mauern. Erinnert so ein bisschen an dieses, wie heißt das noch? Dieses Robin Hood-Spiel, was so ein bisschen im Commandos-Stil gemacht wurde. Wie hieß das noch? Oh. Ach, genau richtig, richtig lange. Die Wanda. Tja, wahrscheinlich kriegen wir aufs Maul, oder? Wenn wir Pech haben. Wenn der Schläger kommt. Immer da. Oh, look who did the devilry bring here. A gentle lord. So what will you have? What can we do for you in these great times, eh? That is to say, you deserve to be treated like a king for all that the aristocracy have done for us in recent years. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich schmeck da so einen Hauch von Sarkasmus raus. Irgendwie, ja, also, Achso, was sagt sie denn? Ja, was der Teufel uns hier rein beschert hat, ein Herr, ein Adliger, ein Lord, was darf es sein? Was können wir in diesen großartigen Zeiten, was kann sie für uns tun? Ja, wir natürlich wie ein King werden wir hier behandelt, das ist ja logisch, weil die Aristokratie, der Adel, der so viel für uns getan in den Jahren. Wer seid ihr, gute Frau? I thought the aristocracy was the best informed of them all, but if you want to know, my name is Wanda Gilwich, das wusste ich. And this is my inn, if you want to know that too. Ja, komisch, ne? Ich dachte immer, der Adel sei so der bestinformierteste von allen. Und aber ihr Name ist Wanda Gilwich und das ist ihr Inn. So. Huh. Ja. Ja, das ist die Frage, was sagen wir jetzt? Sagen wir direkt, schweig, Frau, sonst gibt es direkt was drauf. Oder, was ist denn mit euch passiert? Wir versuchen natürlich hier, der Punktmann Silber, ne? Silberzunge, wir versuchen mal einfühlsam. Was ist so viel Hass in eurer Stimme? Was ist denn mit euch passiert? Do you think something happened to me? All seems to be in good order, doesn't it? Just look around yourself, noble lord, and tell me whether I have some reason for hatred and grief. Ja, ist jetzt mal gut. Ja, was mit dir passiert ist, ist doch alles super hier. Sieh dich doch einfach nur um, nobler Herr. Hätte sie einen Grund für Hass? Nee, auf gar keinen Fall. I see, I understand. I understand, these are happy times, I've seen in a bad mood, good old. Ja, wir leben natürlich in harten Zeiten. Aber ihr ist auch nicht zu Schaden gekommen hier mit sie und ihr Eigentum. Also, warum der Hass? Sure, this is a speech of a true deputy of the aristocracy. Property, property, property again. All right, all these who declare the world is wicked and the aristocracy is rotten to the core, living in wealth and taking care only for their domains. Where's the protection of common people against injustice? Everything is connected to property and people can perish quietly because nobody cares. Where were the authorities with their helping hand when my sister disappeared without trace? Where were the noble rulers with their laws? Where was all their justice gone that they so perseveringly enforce with the aid of their soldiers? Down to the mud with many other things not related to their power and their property. Ja,
Es geht natürlich wieder immer um Besitz. Das ist ja heute nicht anders. Das Wichtigste ist natürlich immer nur das Besitz. Wie war das nochmal? Irgendwie 90% aller Gesetze drehen sich nur um Geldwert, um Besitz und so weiter. Ich glaube es, ich glaube es. Ja, und hier nicht anders, ne? Das gemeine Volk spielt keine Rolle, als ihre Schwester verschwunden ist ohne eine Spur. Da haben sich die Herrscher auch nicht mit ihren Gesetzen, waren nirgends zu finden. Und plötzlich war die Gerechtigkeit gar nicht mehr da, ne? Und sonst, sobald es um die Hilfe ihrer Soldaten geht, ne? Oder eben wie gesagt um die Kohle, um den Reichtum, dann ist plötzlich, oh, dann tauchen sie alle auf mit ihren Regeln und Richtern und sonstigen und sind plötzlich alle ganz erpicht darauf, für Gerechtigkeit zu sorgen. Naja. Aber wenn es nicht um ihre Macht geht oder um ihre Eigentümer, dann interessiert es nicht. Nein, wir lassen Sie mal reden. Wir unterbrechen Sie nicht. Was ist denn mit Ihrer Schwester passiert, gute Frau? Don't you try to look like you're interested in that, noble lord. Nobody wanted to hear about that, although I heard my knees black and blue when I was begging on them to everybody around to help me find my sister. She was so young. She had all her life before her. She could leave the slum and start to live differently. Not like me. I saved some money for her to give to her dowry. I wanted her to marry well and to go out of the slum our mother tossed us in without mercy. But nobody took pity on me. They even didn't move on an eyebrow. They told me my sister is in the hands of God. They put my testimony on record and filed it into a thick file together with dozens of other unsolved cases. Should this be that so-called justice for all? Ist das nicht ein Album? Is that the help to a neighbor in their need and help? Oh my God. Ja, sie ist also, hat versucht, überall um Hilfe zu flehen, aber es hat nicht gefruchtet. Man hat das zwar aufgenommen, die Aussage, und hat die dann irgendwo in den dicken Wälzer mit ungelösten Fällen gepackt. Allerdings hat keiner auf ihr Flehen irgendwie reagiert. Sie hatte extra Geld gespart, dass ihr Schwesterchen eben nicht so ein schlimmes Leben führen muss wie sie, in die ihre vermaledeite Mutter die beiden hineingeworfen hat. Naja, allerdings hat das alles nichts gebracht. Sie sollte verheiratet werden, um aus diesem Abgrund zu kommen, aber es hat nicht gefruchtet. Tja, ich soll nicht so tun, als ob ich daran interessiert wäre. Ja, das ist hier wieder sowas für den Priester. Ja, aber sie ist in den Händen Gottes. Believe in girl, the Lord will keep an eye on her for sure. Now I'd like to see you guys. Geil. Ja, der Herr wird sich bekümmern, alles wird super. So kann ich jetzt mal die Waren sehen. Nee, komm. Wir machen das einzig Logische hier. Wir erpressen keine Kohle. Ja, doch. Ja, aber das Geld, wir haben leider zu viel. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir so überflutet wurden mit Kohle jetzt. Am Anfang hatten wir es nicht, dann haben wir viel zu viel Zeug bekommen, weil jeder was fallen lassen, jetzt haben wir viel zu viel. Ja, ich wünsche, wir hätten das Geld nicht. Dann hätten wir das hier als Option, wo man sagt, es war doch Geld im Spiel. Wie viel wurde denn angespart? Komm, wir machen mal das allererste, oder? Wenn ihr wollt, kommen wir. Wir finden raus, was passiert ist. Oh, really? I don't want to believe that. She's only a poor villager. Nobody's interested in her. You would be willing to start looking for her? Ja, niemand ist in das arme Bauernmädel ist daran interessiert, was mit ihr passiert ist. Und ich würde nach ihr suchen. Wie ich sagte, gute Frau. Aber erzählt mir mehr von ihrem Verschwinden. Wann war das letzte Mal, dass ihr sie gesehen habt? Und wer glaubt ihr, das ist bestimmt eins von den drei Mädchen, genau. Deswegen will ich das mal genauer wissen und sie nicht irgendwie verärgern oder sowas, nicht, dass wir da irgendwie hängen bleiben. New Quest given, sehr gut. It was Satan, Noble Lord. Alles klar. Der Satan war es, natürlich. Satan took her and carried her away to the entrails of the hell. Ja. That is, my sister used to have quite vivid dreams.
premonitions, as someone could say. All she dreamt about came true later in some way. Oh. And she had a dream some time ago that Satan appeared in her room in the middle of the night, and he took her to the entrails of the earth. Aha. Chained her to the wall and started to boil her heart in a large cauldron. I hoped her premonition wouldn't come true this time, but I was wrong. I returned home one night and my sister was gone. Everything in the room was trashed. It looked like she was desperately trying to defend herself, and there were even traces of blood here and there. Aha. Also sie hat Vorahnungen gehabt immer, wonach ja, eine war, dass dass der Teufel selbst käme, sie mitzunehmen, hat auch getan und hat sie anscheinend irgendwie unter die Erde gebracht, wo sie in die Wand gekettete und anfing, ihr Herz in einem großen Kessel zu kochen. Tja, sie hatte gehofft, dass es nicht Wirklichkeit wird, aber sie war wohl, hat sie wohl geirrt. Als sie eines nachts nach Hause kam, war die Schwester verschwunden, überall, ja, es sah aus, als hätte es einen Kampf gegeben, sie hat sich wohl verzweifelt versucht zu wehren und hier und da war ein bisschen Blut. Ah ja. And nobody really started to look for your sister, neither the Holy Office nor the Paladins from the Brotherhood of the Righteous. Ja, hat weder die Heilige Offiz noch die Paladine, der Rechtschaffen sich drum gekümmert, interessiert. No, noble lord, nobody did. I even told Master Dieter von Gelbendiel himself about it. He's the local magister of the chapter of the Brotherhood of the Righteous. He indeed promised to deal with the case immediately, because it's not the first case of kidnapping here in the city. But I haven't heard a word from him since. So, so, müssen wir vielleicht mal dem Ganzen auf den Zahn fühlen. Ja, sie hat sogar mit dem... niemand hat es interessiert, sie hat sogar mit Meister Dieter von Gelbendiel gesprochen. Das ist der Chef hier von der Paladin-Gilde. Oder was auch immer. Das Paladin-Ordens viel eher. Und er wollte sich dessen annehmen, hat allerdings sich noch nicht gemeldet. So, ist noch nicht der erste Fall, ja. Wir haben gehört, es sind insgesamt 3 Stück, ne? Und vielleicht ist der Teufel ja doch dieser... dieser... Wie ist er noch? Dieser ehemalige Herzog, oder was? Vielen Dank für deine Information, gute Frau. Ja... It's me who should thank you, noble lord. You've returned hope to me. Is there something I can do for you? To bring you a drink or something like that? Ja, wir sind lange Reise, wir trinken erstmal ein. And what will you have? Beer, wine or meat? Ja. Ein Humpen Bier soll es sein. 1 GP, please. Thanks. Gut, erstmal ein Trinken. Ich möchte, dass ihr mir Fragen beantwortet. Und zwar, but of course, ask your questions, noble lord. What are you interested in? Ja, komisch, ne? Wie sie auf einmal interessiert ist, jetzt wo wir tatsächlich hier Hilfe anbieten. Das meinte ich ja. Ihr nicht so die Parade fahren und sagen, schweig still und sprich nicht so von Gott, unserem Herzog und dem, weiß ich, wie auch immer, den Gesetzen. Alles ist in Recht und Ordnung. Bitte seien Sie still, gute Frau. Sondern dass man da sich so ein bisschen einschleimt, will ich nicht sagen, aber zumindest, dass man, naja, vielleicht mit ihr arbeitet, um zu deeskalieren. Und sie war ja sehr ein harter Eskalant. Naja. Genau. Wir sprechen direkt mal drauf an. A beggar, Braham, was the name, I believe, accused you of stealing a silver amulet from him. What can you tell me about it? Was hat es mit dem Silberamulett auf sich? What? I'm supposed to steal something from Braham? Is that what that wicked, nasty creature has told you? It's like him. Rubbish. I'll tell you how it was. That drunkard was soaking here for quite some time and he owed me quite a heap of gold. And do you think he bothered to pay me his debts? No way. Whenever I wanted money from him, he quibbled, lied and dodged. Because of that, I sent one of my goons to get the amulet from him. I took it as a partial payment for the debt he has in the tavern. Pass mal auf. Wir übernehmen die ganze Geschichte und dann kriegt er sein Silberomelett wieder, sind beide glücklich. Wir haben eh Kohle bis zum Abwinken. Warum nicht? Gut, es geht's. Nee, es war ganz anders. Und zwar hat sie das Amulett stehlen lassen.
Weil der kleine Hund hier seine Schulden nicht bezahlt. Ja? Jedes Mal hat er Ausrede gehabt, ist ausgewichen und so weiter. Dieser Säufer, der hier ständig aufkreuzt. Diese niedliche Kreatur. Ja, es gibt einen Grund, warum sie das hat von ihm entwenden lassen, weil da kann wenigstens ein Teil der Schulden abbezahlt werden. Ha. Oh, so in that case, I'm sorry for bothering you, I was deceived. Ja. Okay. It seems that Braham misses the amulet very much. He's had it since he was born, and it's the only link to his parents, who left him when he was a baby. I'd be very grateful to you if you'd return it to him. Ja, mit Gewalt am besten nicht. Und dieses, oh, sorry, dann wurden wir wohl, haben wir uns geirrt, wurden wir belogen. Nee, wir machen das hier mit. Wir erzählen die tragische Geschichte. Wahrscheinlich hat uns da eh noch verarscht, aber zumindest... Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie in den finanziellen Ausgleich bekommen. So wie ja schon in Hillbrand, wo wir Geld, 1000 Mark oder sowas hätten geben sollen. So im Nachhinein hätten wir es vielleicht wirklich machen sollen. Naja. You don't expect me to cry for him, valiant noble lord, do you? Braham is a drunkard and a notorious liar. You can't believe a word he says, but I'm willing to return the amulet to him when he pays me my 500 GP. Okay, genau das habe ich mich erwartet. Wir zahlen die Zeche nachträglich. Gut, er ist ein Säufer und sie wird natürlich keine Träne wegen ihm. Und er ist ein notorischer Lügner. Wird keine Träne ihm wegen ihm verdrücken, vergießen viel eher. Ja, man kann kein Wort aus seinem Schandmaul glauben. Ja, aber wenn ich das... sie ist bereit, das Amulett zurückzugeben... wenn er seine 500 Schulden bezahlt. You wanted the hard way, good woman. Nein. Give me the amulet immediately or you will face the consequences of your ill-judged deeds. Komm, wir zahlen für ihn. Hier ist das Geld. Well, as you wish, noble lord. Here is the amulet, but I frankly wonder why you waste time and money on that beggar. Huh. Na gut. Ja, damit ist der... Handel vollzogen, 500 Mark für das silberne Amulett. Ja, Ketzer. Was weiß sie von irgendwelchen Ketzern hier in Glatzburg? Gibt es irgendjemanden, der dir verdächtigt, gute Frau? I'm sorry, I don't think I know any heretics, noble lord. And even if I knew somebody, I mean, somebody who is a really wicked heretic bathing in the blood of innocent children and keen on various awful things and stuff, I'd rather not talk about that too much, you know. The justice... Justice is very strange these days, you know, and so I could get myself into real big trouble. Also auch hier wieder, die Leute sprechen es nicht aus. Sobald es um irgendwelche Ketzer geht und auch wenn sie die handfestesten Beweise hätte, wenn jemand kennen würde, der im Blut unschuldiger Kinder baden würde oder andere grausame Dinge, sie würden schön die Schnauze halten. Okay. Well, what you're talking about is, once I heard Dietrich, the city gravedigger, saying that he knows very well who's behind all the evil afflicting Glatzberg, a Burg. Someone very distinguished, he said, but he didn't want to tell me the name because he was afraid he would get in trouble. So he said he'd rather take the secret to the grave with him. Ah, vielleicht müssen wir irgendwo sprichwörtlich oder, ne? Vielleicht hat es wirklich im Grab versteckt, die Antwort. Wer weiß. Also der hiesige Grabräuber, der weiß, nee, nicht Grabräuber, der Grab, wie heißt er, Undertaker, Gravedigger, der Totengräber, genau. Der Totengräber, der hat ihr wohl mal anvertraut, dass er wüsste, wer hier dahinter ist und anscheinend wahrscheinlich wieder jemand in einer hohen Position. Deswegen halten sie auch alle schön die Schnauze. Und der weiß anscheinend, wer hinter dem ganzen Übel hier steckt in Glatzburg. So. Also, kann man schon merken, Totengräber besuchen, Friedhof, alles super. Nun gut. Ist eine Gambling performed? Ah, Geld verdienen. Haben wir auch schon gemacht. Haben wir 2x50 Mark.
gespendet, haben jeweils dann 100 bekommen oder sowas. Ist irgendwas passiert? Jüngst. It's worth mentioning that Tintan, the actor, was accused of theft. Some witness saw him steal the monstrance, oh, schon wieder, from the bishop's cathedral. He'll be hanged, that's clear. I think he's on the way to Hillbrand already, or to some other rat hole at the northern border of the realm. I say because he was stealing and swindling here for many years. He pretended to be a renowned actor, but the only acts that really made him famous were thefts and frauds. He owes me a nice amount of gold too. Ja, das zahlen wir jetzt nicht auch noch. Ja, also der gute Tintan, ein angeblicher Schauspieler, der eher durch seine Diebstähle hier bekannt wurde. Der hatte die Leute abgezogen und hat sich die Monstranz aus der Bischofskathedrale versucht anzueignen, wurde gefangen und der wird gehängt werden. Das ist sicher. Er ist wohl auf dem Weg nach Hillbrand oder einem anderen Rattenloch, der nördlichen Grenze des Reiches. Naja, jahrelang hat er das abgezogen. Schauspieler war er wohl nicht wirklich. Naja. Das wird auf jeden Fall ein Schauspieler, wenn er gehängt wird. Ja, was ist mit der Krise? Alles gut so? I'm sure that when the crisis ends, the only thing we'll have will be the tears in our eyes. Well, maybe not even that. Ja gut, aber ihr werdet nichts besitzen, aber werdet trotzdem glücklich sein. Das ist auch toll. Maybe we'll die, all of us. Why should the common people hope their miserable lives will be saved somehow? Go for a walk in the city and you'll see most of the people don't hope anymore. Also genau wie im Norden. Sure, you can judge us and tell we don't have enough faith, but even the Grim Reaper can take anything that you don't have from you. Was? In the Grim Reaper can take anything that you don't have from you, genau. If that is not the end of the world, what the hell is it then? Tja, alles sehr schlecht und die Leute besitzen einfach nichts mehr. Selbst der Sensenmann, wenn er käme, könnte ja von dir nichts mehr holen. Das Einzige, was noch haben, werden sie die Tränen, wenn das hier alles endet. Naja. Bisschen überzogen, aber von mir aus ist halt alles ziemlich schlecht, ne? Sind das Blutspritzer da hinten an der Wand? Auf diesen Laken oder was auch immer? Ich will es gar nicht wissen. Ach, ist das... Das ist aber nicht noch die... Nee, Quatsch. Ist das der Raum, wo die Schwester überfallen wurde? Ich hoffe doch nicht. Und wieso wischt das Blut keiner ab? Egal. Ihr wisst, oh, wir fragen, ja, sie weiß bestimmt nichts über den Kult, aber wir fragen mal so ein bisschen rum. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns ziehen, weil dann geht man vielleicht auf uns los und dann haben wir schon wieder vielleicht weitere Beweise. Wir sprechen es mal offen an. Ich meine, sie wird sowieso nicht offen sprechen. No, I haven't heard anything about the cult of the children of the New Order. Not even about any other heretical cult. I refuse to listen to this talking deliberately, because when you don't know anything, you can't talk about it when interrogated, not even when tortured. Ich verstehe. Sie hat nichts davon gehört und sie will auch nichts wissen und wenn sie davon was hört, dann hört sie weg, weil sie möchte nicht, dass sie etwas sagen kann, wenn sie ausgefragt wird oder gefoltert. Also es ist besser, nichts zu wissen, als etwas zu leugnen und dann es aus ihr rausgepresst zu bekommen. Ich verstehe schon. Tja. Gut, wer der Anführer ist, das wissen wir alle schon. Gut, das war's erstmal. Vielleicht, was hat sie denn anzubieten? Hello, noble lord. Have you already found out what happened to my sister? I'm so trembling here. Tja, noch wissen wir nichts, gute Frau. Aber sobald wir was über deine Schwester wissen, werden wir natürlich Bescheid sagen. Also bitte um etwas Geduld. I am patient, noble lord, but it's been such a long time since she disappeared. And hope is getting smaller and smaller day after day. What can I do for you? Ja, ja, die Zeit drängt. Ich verstehe schon, das ist schon so lange her. Was verkauft ihr denn? Das verkauft sie. Ja, muss ich auch sagen, finde ich ein bisschen schade. Hätte man da nicht, statt den ganzen Waffen, hätte man da nicht irgendwie, was weiß ich, Futter anbieten können. Und das Futter gibt Trefferpunkte und vielleicht ein bisschen Mana und dann Getränke, das mehr Mana gibt oder sowas. Und Ausdauer natürlich, klar. Jede Menge Futter oder Sachen, besonders gut, fein gekochte Mahlzeiten oder sowas. Oder sowas wie eine feste Ration, so eine stramme Wurst oder so etwas, wo es dann was, wo deine Stamina so ein bisschen reduziert wird, na, irgendwie sowas in der Richtung.
Wäre doch ganz schön gewesen. Aber immer die gleichen Gegenstände überall. Ich meine, sie verkauft hier Plattenpanzer. Okay. In der Kneipe gibt es einen Plattenpanzer. Wenn ich was trinken will, dann muss ich dann auf eine Option klicken. Also wenn ich schon so Sachen hier machen lasse, solche Gegenstände oder die Grafiken da verzeichnen, kann ich dann nicht auch nochmal eine Flasche machen? Einen Spanferkel, eine Wurst, was weiß ich, eine Schüssel voll Brei und sowas. Warum nicht? Warum nicht? Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil schön gezeichnet sind die auch, ne? Und die Texte und sowas ist ja alles super, aber es fehlt halt an so, ja, so den Allerweltsgegenständen. Weil das hätte ich ehrlich gesagt lieber gesehen. Vor allem überall verkaufen sie auch diese magischen Sachen. Könnte nicht so Standards verkaufen und man findet im Gelände dann das gute Zeug. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Nun gut. Bin aber nicht. Nein, ich bin nicht interessiert. Ach, den kann ich bestehlen, oder? Aha, erfolgreich den schlafenden Mann bestohlen. So, dann du Bauer. I wish these hard times were behind us already. Ja, das wird bald der Fall sein. Verliert nicht euren Glauben. Really, that means my prayers were answered. Goodbye. Okay. So. Na. Das sieht doch aus wie die Kräuterfrau, oder? Dieses komische. Das sieht doch aus wie so ein Taufbecken. Hätte man da nicht eine Flasche nehmen können als Dings? Egal. Soldat. Na. Alles senkrecht, Bruder. Naja. Wir gehen und sagen Hallo. Da, das ist die gramgebeugte Henry Jungwirth. Oh Mann. Good day, good woman. My God, the signs were right. Behold, the wanderer is coming and death is following in his wake, lurking to overwhelm all who would welcome the wanderer with a kind word. Begone, noble lord, begone at once. You're bringing me great woe. Begone. Bist du verrückt? Okay, die Zeichen hatten recht. Der Wanderer kommt, denn der Tod folgt ihm auf dem Schritt. Oh. Welcome to all who would be welcome the wanderer with a kind word. Ja, alle, die mich hier, den Wanderer, mit nettem Wort begrüßen, sollen auch dran sein. Weg mit euch, edler Herr, weg mit euch sofort, ihr bringt mir Unheil. Was? Wovon sprecht ihr, gute Frau? Wer seid ihr überhaupt? Aber echt? Wie spricht man denn? Also, was soll das denn? Yeah, my name is Andre Jungwirth. If you must know it, and it's all you're going to hear from me, go away, your shadow hides threat. The signs did not lie, the wanderer is coming. Terrible woe befell me, oh poor servant of the angel Raphael. Go away as fast as you can and leave me be. Ah, ja. Ich muss es wohl sein. Ja, also ihr Name ist Henry Jungwirth. Das ist alles, was ich rausbekomme. Geh weg. Mein Schatten versteckt sich Gefahr. Die Zeichen, sie haben nicht gelogen. Der Wanderer kommt. Wo, übel. Schreckliches Übel befällt mich. Oh, die arme Dienerin des Erzengels Raphael. Geh weg, so schnell ihr könnt und lasst mich sein. Lasst mich in Ruhe. Ja, I'm sorry you feel it this way. I assure you that I pose no threat to you. I've sought you because I needed to talk with you about a certain matter. Ich muss mit euch reden. Es tut mir leid, dass ihr so fühlt. Ich stelle keine Gefahr dar. Beruhigt euch doch, gute Frau. I've told you to be gone at once. Your presence alone puts me in great danger. I don't want to have anything to do with you. Be gone. Jetzt sag mal gut hier. Ihr könnt mir nicht sagen, wo ich stehen kann und wo ich gehe und stehe. So. Nun, ja, wenn der nicht will, dann muss man mit Gewalt, oder? Aber sonst. Was will die denn? Die will nicht mit mir reden. Zack. So, dann eben mit Gewalt. Ihr werdet jetzt sofort aufhören mit dem Unfug. Ich bin nicht böse, also kommen Sie mal klar hier.
Oh, forgive me, noble lord. I implore you to forgive me. It was not my intention to oppose you. Just know that you're bringing me gruesome fate indeed. I was afraid of it. But it's inevitable. Man proposes, God disposes. Very well. What can I do for you? So, so. Also man muss einfach nur mal hart auf den Tisch hauen und dann kommt ihr wieder klar, ne? Man darf die man, Leute teilweise nicht, oder man darf sie einfach nicht in ihrem Wahn vor sich hingammeln lassen, ne? So wie, oh, ich muss eine Maske tragen. Der Tod, der kommt durch meine Nasenlöcher geflogen. Muss den Leuten mal sagen, Junge, komm mal, klar. Ja? Und dann ist alles wieder gut. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist wahrscheinlich dann in Inquisitor 2 wird das behandelt, ne? Die Pest, sie kommt. Pestilentiam. Egal. Ja, sie hat sich beruhigt, nachdem wir mal auf den Tisch gehauen haben und sie bittet um unsere Vergebung. Die kriegt sie natürlich, denn wir sind ja gnädig. Gut. Looking at the furnishing of your house, I'd say that you're an adept in the art of alchemy. Ihr scheint eine Art von Alchemisten zu sein. Sehe ich das richtig? My art has nothing to do with my alchemy. With alchemy, at least as the Royal Alchemist Guild perceives it. My knowledge stems from the nature and from its understanding. I can make not only various potions and elixirs supporting both body and mind, but also miscellaneous items imbued with supernatural spiritual powers. Everything in accordance with the Holy Scripture, of course. Ja, selbstverständlich. Ja, ist nicht das Typische, was halt so die Alchemistengilde, oder wie sie die Alchemistengilde, die Königliche, das sieht. Sie ist eher naturbezogen. Elixiere, seltsame Tränke und so weiter, die sich um Körper und Geist drehen. Und mit supernatürlichen, supernatural, mit supernatural, wie heißt das nochmal? Nicht unnatürlich, sondern, und nicht wieder natürlich, ach egal, was, irgendwelchen geistigen Kräften, so bla. Und natürlich alles in Einklang mit der Heiligen Schrift, das so steht es mir selbst, natürlich. People say that you're a seer, that you can perceive things others cannot see. How can I explain it? Ja, die Leute sagen, ihr seid ein Seher. Woher ich das weiß, weiß ich ehrlich gesagt, aber selber nicht. Ihr könnt Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wie könnt ihr das erklären? Ah, yes, it is so. I can perceive things others cannot see. I can see places and people 100 miles away. I can see what was and what could be. It's a gift from God, a noble lord, or a curse, if you wish. It's been inherited by the firstborn daughter in our family since time immemorial. Though people do not look kindly at such a gift, they consider it a diabolic omen. Ja, sie gibt es unumwunden zu. Sie sieht Dinge, sieht andere Menschen weit entfernt. Ob es ein Fluch oder ein Gift von Gott ist, weiß man nicht. Die Leute sehen das nicht so gerne. Sie sehen es auch als teuflisches Omen. So, so. Fortunately, the Holy Mother Church tolerates it, especially thanks to the efforts of Bishop Trevorius. So, so. Women in our family were not always that lucky. I remember old stories about my great-grandmother who prophesied the barbarian invasion of the realm. When she tried to warn the people, they accused her of witchcraft and wanted to burn her. Fortunately, they had no time to do it because at that very moment the village was overrun by barbarian raiders coming from the Moonshine Mountains to the south. Hat nicht alle so viel Glück in ihrer Familie, denn ihre Urgroßmutter hatte von einer Barbareninvasion des Reiches gewarnt und man wollte sie verbrennen. Glücklicherweise wurde das Reich dann tatsächlich von Barbarenhorden überfallen, die aus dem Mondscheingebirge kamen. Die kennen wir ja schon, da waren wir auch, da kommen wir mehr oder weniger her aus der Region. Beziehungsweise haben wir schon mit dem Chef gesprochen, ja. Yeah, I would like to ask you whether you could decipher this scroll. It is imperative to keep absolute silence about everything you might learn from it. Ja, wir haben eine Rolle, die muss sie entziffern. Und es ist von äußerster Dringlichkeit, dass sie absolutes Stillschweigen darüber bewahrt, von allem, was sie daraus lernt. Woe, despair befell me, a poor old woman. Hellish snares of death are binding me to the bosom of eternal damnation. The scroll is the purest evil, noble lord. Anyone who touches it shall never be safe again. That scroll should have never come to this city. It should have never crossed my threshold. Oh. Okay, das ist wohl tatsächlich das reinste Böse ist diese Zauberspruchrolle. Jeder, der es anpackt, wird nie wieder sicher sein. Die Rolle hätte niemals in die Stadt
geschweige denn über ihre Türschwelle kommen sollen. Wovon sprecht ihr, gute Frau? Ihr habt doch nicht mal davon gesprochen. Ihr habt doch nicht mal daran gelesen. I don't have to touch it to know that it's the scroll of premonition forewarned me about. It is the source of all woe which now dwells in the walls of my house. Take it away, noble lord, I don't want to touch it. Ja, das hat ihre Vorsehung, hat sie davor gewarnt. Das ist die Quelle allen Übels, das jetzt in den Wänden ihres Hauses wohnt. Nehmt es fort, nobler Herr. Sie will es nicht anfassen. Ja, dann schau doch drauf. Hier, ne? Man schaut mit den Augen, nicht mit den Händen, oder wie war das? Hey, machen wir das mal. Ja, wir bieten direkt mal die Gegenleistung. Ich brauche wirklich eure Hilfe, gute Frau. Wenn ihr mir helft, könnt ihr alles als Gegenleistung erfragen. Oh, anything you said? Naja, also within reason, ne? Also, ja, yes, I said that. If you help me, you can ask anything in return. Du darfst mir jede Frage stellen. Genau, machen wir so einen Arma-Stream. Ask me anything. Voll geil so. Dann kannst du total erfahren, was hier so mit Bookman los ist. Very well, I'll help you then. Your presence here is an omen that I shall not escape my grievous fate anyway. I'll explain that scroll of yours, but first you must do me a favor. Have you heard about the Elinian race? Okay, nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie was gehört und sie wird es für die Gegenleistung wird sie tatsächlich das machen, was wir von ihr verlangen. Sie wird sich die Rolle anschauen. Zuerst muss ich allerdings einen Gefallen erbitten, so. Ja, vielleicht habe ich das. Wieso fragt ihr? Oh Gott. The Ladians were a pagan, not human race, living where now the realm is. It was long before the arrival of men, and it was a very advanced and flourishing civilization with a great talent for magic and alchemy. Although it might seem heretical to you, the most of our knowledge of magic and of nature comes from their teachings. Also mal die Leute, die vorher gehaust haben, von Magic und Alchemy. Ist das vielleicht mit der Musik hier und so weiter? Soll es wirklich eher an Arcanum angelehnt sein als an Diablo? Kann das sein? Ist das vielleicht wirklich die Inspirationsquelle? Wer weiß. Ja, auf jeden Fall eine florierende Zivilisation vor dem jetzigen Reich. The Elenians believed in afterlife, though it was different from the afterlife described in the scripture. The Elenians believed that they'd travel into the different world which resembles our own. That's why they buried their dead into tombs with all their belongings that might come in handy on their journey to the afterlife. Thanks to that, many remnants of their culture have been preserved to our times. They can serve as a repository of knowledge and of understanding. Well, but why I'm telling you all this? Das freue ich mich ehrlich gesagt auch. Thanks to an ancient Elinian scroll, I found out that the tomb of Faedarlion, an Elenian noble, is located somewhere near Glatzburg. It seems that he was a very powerful man who was buried with various artifacts. Ah ja, wir dürfen also uns als Grabräuber verdingen, für die Gute. Moment. Boah, wie langsam ist die Stimme weg? Okay, vor allem das ist eine angenehme Stimme für die Stimmbänder. Na gut, nun gut. Ja, wir sollen also die... Also anders als es in den Heiligen Schriften steht, ist mit dem Nachleben irgendwie im Himmel und so weiter... ist die elianische Vorstellung des Nachlebens, also ähnlich so wie die, ne, wie die Wikingers, die wurden alle mit ihren Habseligkeiten begraben, um sie im nächsten Leben zu haben. Und einer dieser, ja, das ist halt gut, dass man die untersuchen kann, beziehungsweise ne, Nachforschungen anstellen kann, über Wissen, wie sie gelebt haben und so weiter. Und ein spezielles Grab von Faedarlion, ein indianischer Adliger, soll in der Nähe von Glatzburg begraben worden sein. Oder eher beigesetzt.
Und er war wohl ein sehr mächtiger Mann, der mit verschiedenen Artefakten dort doch begraben liegt. Yeah, gonna know what you're getting at. You want me to bring you something from that tomb? What exactly do you need? Ja, was genau von dort wollt ihr denn, gute Frau? I want his spellbook. Fey Dariel was a mage. It seems he managed to fathom the most intriguing secrets of pagan magic, and for me it would be a great repository of information regarding Eleniel's views of the world and of magic. Bring me Fey Darillion's spellbook and I will help you with a translation of that accursed scroll. Ja, war wohl Magier, Zauberer, ich soll das bringen. Sie würde sich an diese heidnischen, mächtigen Geheimnisse der Magie aneignen oder beziehungsweise darüber erfahren. Und es wäre eine große Quelle der Informationen für sie. Der Welt und der Magie. Deswegen soll ich es bringen und sie mir helfen. Deal. So, do you have any idea where should be the tomb located? Near Glatzburg is a bit too general. A bit too general description. Wo genau? I'm sorry, but I can't help you with that. The scroll was not very specific as regards the tomb location. I think you'll have to search around the city. Ja, keine Ahnung, stand nicht so genau drauf. Deal. I don't think haggling would help. I'll bring the book. Du-du-du-du-du-dum. Sehr gut. Item Script Transkription gained. Aha. Eleniel Script steht da, aber ist egal. Be very careful, noble lord. Eleniel Tombs are renowned for their intricate traps preventing the attacks of Tomb Raiders. Macht nichts. Wir sind Meister darin, die aufzuspüren. Nein, nicht ganz. Wir sind. Ja doch, Meister sind wir, aber nicht Großmeister. Ach nee, es gibt keinen Großmeister. Naja, wir sind nicht mal gut genug. Punkt. Mit Fallen kennen wir uns aus. Wir haben Licht. Können wir Licht ins Dunkel bringen? Und so ein, die andere Falle können wir auch finden. Also keine Angst. Wir kommen schon klar. Take that scroll with the transcription of the Eleniel Runic Alphabet. It might come in handy. You can never know what might happen. Ja, das muss dann mal sein. Kurz und knapp nochmal das Mikro aus. Richtig geil. Ja, sie will die Zukunft, kann sie voraussagen, aber nicht so wirklich. Sie sieht nicht in die Zukunft, kann nicht die Hände lesen, sondern kann nur. Wenn Ereignisse, die in der Zukunft passieren, die kann sie voraussehen. Und ob ich das wirklich wissen möchte, das ist die Frage. Ja, bitte erzählt mir davon. Es könnte mir bei meinen Aufgaben helfen. Well, then I'll look into your heart. Huh? But I need you to bring me a thorn apple. It's very difficult to call visions without it. Wir müssen einen was? Einen Dornenapfel müssen wir besorgen? Okay, I'll get a thorn apple for you. As you wish, noble lord, it's your decision. Irgendwelche Ketzer? I see. Heretics is what you seek. You're trying to find the snake, but it's hidden too well in a deep, dark crevice. He sees everything and everyone from his lair. He is walking around, and still he's staying at one place. He's hiding, and still everybody can see him. The snake who is guilty of biting and poisoning. The snake who is firmly grasping his victim. Ja, sie spricht wirr. Ich suche nach Ketzern. So. Wir suchen die Schlange, aber die Schlange ist gut versteckt. Sie ist überall, sieht alles, hört alles von ihrem Nest aus. Ist überall, aber bleibt doch an einem Ort. Er ist versteckt und jeder kann ihn sehen. Ja, die Schlange, die schuldig ist für Beißen und Vergiften, die sie ein Opfer greift. Wovon sprecht ihr, gute Frau? I don't know, noble lord. Suddenly I saw it all before my eyes. The words were flowing like a river. I don't know. I'm sorry. Ja, sie weiß nicht, wovon sie spricht. Plötzlich sind die Worte aus ihrem Mund gesprudelt. So. Von mir aus. Ist irgendwas passiert in letzter Zeit? Ah, so you want to know what happened? Roses in their prime withered. Petals of fresh buds were torn apart. Blood spoiled the lily white purity. Desecrated they were, and revenge is not to come. Lo, the murdering one easily avoids the hand of justice. People will never turn a suspicious eye to him. The murderer is daringly staring at them, waving his hand from his lofty window.
The beast disguised as a lamb. God's wrath is mighty, though even he is helpless. What justice is it? The time of revenge will come, though maybe too late to change anything. Everything is shrouded in darkness deep underneath the surface, through the hidden passage, opened with a key, stolen without knowing. Jetzt rede ich schon wieder so wirr. Don't speak in riddles, alte Frau. Was passiert? Nun, Rosen sind verblüht, frische Blüten wurden abgerissen, Blut wurde auf, weiße Lilien, Reinheit und so weiter. Beschmutzt wurden sie und es gibt keine Rache in Sicht. Ja, der Mörder entkommt der Gerechtigkeit. Sie werden ihn nie verdächtigen. Ja. Der Mörder. Er starrt sie auffordernd aus seinem Fenster heraus an, wo er mit der Hand winkt. Die Bestie ist als Lamm verkleidet. Gottes Zorn ist mächtig, aber auch er ist hilflos. Welche Gerechtigkeit ist es? Die Zeit der Rache wird kommen. Vielleicht aber zu spät, um etwas zu ändern. Alles in Dunkelheit gehüllt unter der Oberfläche. Durch die versteckte Passage, geöffnet mit einem gestohlenen Schlüssel, ohne es zu wissen. Wovon spricht die gute Frau? Ist das vielleicht das, was mit den Mädels und so passiert ist und dem ehemaligen Gouverneur hier? Kann das sein? Das wirkt irgendwie alles so, ne? Mit der Unschuld und die verwitterten, verwelkten Rosen und so und die frischen Blüten und so, alles unschuldige weiße Geschichte und so, blutbeschmiert. Naja, wer weiß. Wovon spricht die gute Frau? Those are no riddles, noble lord. It's the reality. It's not my fault that you see no meaning in my words. Maybe the time will show, maybe the time will prove me right, and maybe not. It's yet to be seen. Ich frag mich, ob da mit weniger Intelligenz andere Antworten erscheinen. Das gibt's ja auch immer bei dem Fallout, im Fallout-Universum. Dass man wenig Intelligenz hat, die Sachen einfach nicht berafft und dann irgendwie das Ganze für Idioten nochmal gestellt bekommt. Naja, wer weiß. Was wisst ihr über die gefallenen Engel, gute Frau? Oh my God, what are you asking me about such terrible things, noble lord? Because we live in terrible times. Go on, what do you know about them? Ja, meine Geduld wird hier auf die Probe gestellt. Warum würde ich so von so schrecklichen Dingen wissen? Weil wir in schrecklichen Zeiten leben. Oh, noble lord, the visions of the fallen angels haunt me in my dreams these days. Surely it is not by chance that you're asking. The archangel Gabriel himself came to me in my dream and prophesied terrible news. The judgment is at hand. The inevitable is coming. I fell upon my knees in my dream, and then I saw the earth crack open. Infernal flames burst out, revealing the three fallen angels. Artamon, the ruler of despair, the cursed lord of fire, Baphomet, the demon of madness and the creator of chaos, and Serdi, lascivious mistress of fornication and of eternal sin, and the world was flooded with beasts and monsters dancing gruesome dance, celebrating the end of the millennium, lasting kingdom of God on earth. The fallen angel rose, and the earth and the heavens trembled under the blast of their infernal powers, and then came despair and chaos, and all the people were drowned in eternal sin. The end of all things came. Kingdoms were crumbling. People were fornicating, murdering, dying. And the false prophet was walking the earth demonically laughing. Alles klar. Ja, die Vision der gefallenen Engel. In ihren Träumen hat sie gesehen. Es ist natürlich ein Zufall, dass ich danach frage. Der Erzengel Gabriel ist erschienen und hat ihr schreckliche Nachrichten gebracht. Das Ende naht, ja klar. Der Boden hat sich aufgetan und die bösen Flammen sind daraus geschossen, die die drei gefallenen Engel Artamon, Baphomet und Serdi, die wir ja schon kennengelernt haben, gezeigt haben. Und Höllenkreaturen sind auf Erden gewandelt, ja, und Mensch in Verzweiflung, Chaos und sonstigen, das Königreich zerfällt, Leute morden sich, tun andere Dinge, töten, sterben, machen, tun.
Der falsche Prophet wandelt auf Erden und lacht dämonisch. So. Wollt ihr mir damit sagen, dass der Erzengel Gabriel euch vom Ende der Welt berichtet hat? No, I don't think so, noble lord. In my visions, I don't always see what will really happen. Sometimes the meaning is hidden. I don't think that those nightmares huddled in great movement in the mechanics of the history of the world is just a grain of sand blown into my dreams from the endless desert of destiny. Something is going on, and it surely has to do something with the fallen angels. I'm sure you know the scripture, noble lord, in the revelations of Saint Ezekiel. That's exactly what I see in my dreams, the liberation of the fallen angels and their coming to this world, which will end the millennium lasting kingdom of God on earth. I'm absolutely sure that it is just what would happen if the angels were to enter our world. Also wenn die komischen Erzengel kommen, dann endet die Welt. So. Die Bedeutung ihrer Vision ist teilweise verdeckt. Es hat nichts wirklich mit der wirklichen Geschichte zu tun, also nicht so passieren, wie sie es sieht, sondern das ist einfach nur, naja, die Idee dahinter ist es wohl. Naja, etwas geht vor sich und es hat bestimmt etwas zu tun mit den gefallenen Engeln. Wir kennen doch die Heilige Schrift, ja, selbstverständlich. Ja, und auch die in den, das, was Saint Ezekiel ja auch geschrieben hat, ist ja auch ein Teil dessen. Da steht es ja ebenfalls nochmal drin, das Ende der Welt und was dann passieren wird und wie es alles vor sich geht, die einzelnen Schritte und so weiter. Okay. Okay. Was wisst ihr über den, über die Kinder der neuen Ordnung? Ah, the children of the new order? Yes, I know who they are. They were acting in the Dark Ages at the end of the Hundred Years' War. That's in the 9th century. They were led by a certain Lucius. He was a dark prophet and the high priest of the cults. That was him who prophesied the end of the kingdom of God on earth and the release of Satan from his prison. He was preaching about the end of the world and about coming of a new order. Its children were supposed to rule the enthralled souls of the righteous who were to be killed by sword and fire in the process. Though the cult infiltrated the highest social ranks of the empire, it met a gruesome end. All the cultists, including Lucius, were executed, burned, and that was their end. Keine neue Information. Lucius, Anführer, Ende der Welt, bla. Dunkle Zeiten, alles im 9. Jahrhundert, nach dem 100-jährigen Krieg. Ja, wurden alle allerdings, nachdem sie selbst die höchsten Ränge, nachdem sich quasi das Land zur Beute gemacht hatten, wurden sie im Endeffekt alle gerichtet, alle verbrannt und auch der angeblich dunkle Prophet selbst, der Lucius. So. Ja, I'm investigating the disappearance of Raquel. Haben wir Raquel mit dem Namen hier erfahren? Ich glaube nicht. Gilwitch, do you know anything about her? I know what happened to Raquel Gilwitch. Noble Lord, I had a vision. I saw her slumbering in the house of her sister. She looked so innocent, almost a child. She was sleeping with a ragdoll in her bosom. Ragdoll in her bosom. She's silent and so silent, beautiful. Then came Satan. Oh, sie hat eine Vision gesehen, die gute Raquel Gilwitch, wie sie schlief mit ihrem komischen, mit ihren komischen Püppchen, so still und niedlich und hübsch, und dann kam Satan. Are you trying to tell me that Raquel Witch was kidnapped by Satan? Yes, noble lord, exactly. Satan is behind all evil deeds. That night he took the form of two men, strong and very evil men. They floated into a room through a window as two bats, black cloaks swirling around them as the wings of death. They took Raquel, they disrupted her lovely dream and plunged her into the hell of waking. She resisted, blood was spilled, a rag doll fell down, trampled by their heavy boots. Darkness shrouded the... is shrouding the innocent girl. She is praying to the Archangel Gabriel and all the saints, though her prayers fail on deaf ears. The men are taking her away.
She's limp like a puppet on strings. The night city is quickly floating around them. The darkness is impenetrable. Then the sinners stop to quickly knock on a splendid door. A flame of a candle illuminates the entrance, and a ghost appears to let them in. The innocent virgin is once again shrouded in darkness, never to return. Ja, schläft da, Seelen aller Seelen Ruhe, denn der Satan ist in der alle, hier steht da. Und zwei Männer kamen herein, stark und böse Männer, schnappen die, packen, verschnüren sie, sie wehrt sich, Blut ist, wird verspritzt und ihr Püppchen fällt zu Boden, zertrampelt von schweren Stiefeln. Ja, Dunkelheit umgibt das Mädel. Sie betet zum Erzengel Gabriel und allen Heiligen. Doch ihre Gebete fallen auf taube Ohren. Die Männer schnappen sie tragen sie davon, wie ein Püppchen, wie eine Marionette an Fäden. In Dunkelheit umgibt sie, es wird an die Tür geklopft, ein Geist erscheint und lässt sie hinein und die unschuldige Jungfrau ist wieder von Dunkelheit umhüllt und ward nie mehr gesehen. Ist nie wieder zurückgekehrt. Wer waren diese Männer? Habt ihr sie erkannt? No, noble lord, I did not, but I do know the house where they took her. It is the house of Duke Rovan van Leering. Das ist jetzt unangenehm. Ist das nicht der Vize? Oh oh. Nicht, dass da irgendwie der eine zurücktritt und lässt jetzt den dicken Heinrich ran. Während der komische Bösewicht da. Was haben sie mit dem gemacht? Ach, die haben sie platt gemacht. Haben sie platt gemacht? Den vorherigen Gouverneur? Ich weiß es gar nicht mehr, hab's schon wieder vergessen. Ist schon so lange her. Naja, der Vize. Bei dem im Haus, da haben die zwei wohl das Mädel hingebracht. Oh, 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 oh. Wieder mal in den höchsten Rängen sind wir unterwegs. Ja, are you able to brew magic potions from the devil root, good woman? Oh, but of course, noble lord. It is not very difficult to make magic potions using devil's root. The difficult part is to find some. It usually grows at rather dangerous places, hence the name. If you find a devil's root, I can make you a magic potion of it for a few gold coins. Thank you, I'll remember that. Also wir können... Oh, wird alles aufgezeichnet, sehr gut. Wir können also auch hier wieder die Tränke brauen lassen von dieser Teufelswurzel. So. Okay, Krisis. Irgendwelche Mythen um Glatzburg und Umgebung. Ah, Glatzburg is literally soaked with legends and stories, noble lord. And if not the city itself, then its surroundings. The local people are clinging to legends and stories even more these days because they offer them at least some consolation and even hope. The legend of St. Othenius is especially popular among the people. It says that in the times of the direst peril, a new hero will rise from the people to defend the faith, as once Saint Orthenius did. He is supposed to protect the realm against all the enemies. Ja, schwere Zeiten. Leute greifen natürlich nach jedem Strohhalm und so auch zu irgendwelchen Legenden und Geschichten. Und die Legende des Sankt Orthenius ist besonders populär. Der neue Held, wenn es am schlimmsten wird... In der schlimmsten Not, dann wird ein neuer Held sich erheben aus dem Volk, um den Glauben zu verteidigen, so wie es der einst Sankt Orthenius tat. Und er sollte das Reich gegen alle Feinde verteidigen. Tja, gibt es denn Anzeichen? Wer ist denn der Held? Wer könnte es denn sein? Yeah, he will be readily recognized, noble lord, for he will wield a mighty relic called Inquisitor. Aha! A powerful weapon that helped St. Orthenius to defeat the Erebonian pagans and to release the Falkland Peninsula from their grip. That relic will shine with mighty light, blinding all enemies. A single command will make it decapitate all the enemies and strike the sinners with heavenly lightning bolts. At least so it is said in the legend circulating amongst the people. Aber es gibt anscheinend ein krasses Relikt, eine Superwaffe namens Inquisitor.
Oder Inquisitor. Ja, ja, hat auch schon St. Ordinus geholfen. Scheint mit weißem, mächtigem Licht, blendet die Gegner und auf einen einfachen Befehl hin enthauptet es alle Gegner und schleudert Blitze, Gift, Quatsch, Licht, hier, Lightning, Blitze halt, Punkt. Schleudert himmlische Blitze auf die Gegner. Jedenfalls steht so in den Legenden, die, oder wird es so gesagt, in Legenden, die unter den Leuten kursieren. Denkt ihr, es ist Wahrheit in der Legende? Of course, noble lord. There is some truth to all things. I'm sure that the relic does exist. It is rumored that Othenius hid it before he died and prophesied that it would be retrieved by his heir, the new protector of the realm, though the legend doesn't mention where it should be hidden. Ja, da muss Wahrheit drin stecken. Und es gibt Gerüchte, dass es Othenius vor seinem Tod versteckte. Und es wird prophezeit, dass es nur von dem Erben gefunden werden kann. Der neue Verteidiger des Reiches. Wahrscheinlich kommt dann raus, dass wir eigentlich von derselben Blutlinie sind oder so, ne? Und deswegen können wir es dann bergen. So oder so ähnlich. Oder wir haben irgendwie, weiß ich nicht, nehmen den Kopf seines Erben und dann können wir das uns holen. Irgendwie so. Ja, aber es wird nicht erzählt, wo das ist. Naja. Gut, der Rest eher uninteressant, würde ich mal sagen. Aber die Zeit ist eh schon um. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall einiges erfahren, aber so einiges. Hier ist aber düster. Ach, es ist dunkel. Ja, klar, ist ja spät schon. Ist ja klar, Folge ist rum. Dann würde ich sagen, verbringen wir einfach die Nacht. Bis morgen sozusagen. Nee, de facto. Hier in der schönen. Steht da eigentlich der Name dran? Ah, ne. In der Kneipe der guten Wanda Gilwitsch. Und neue Einträge haben wir auch. Ja, genau. Neue Aufgaben haben wir bekommen. Alle möglichen Informationen. Ja, hier neue Stadt, neues Glück, sag ich mal. Beziehungsweise neue Aufgaben. Es gibt einiges zu tun. Mädchen sind verschwunden. Auf dem Friedhof. Ja, das Böse. Verstrickungen wahrscheinlich. Politischer Natur, alle böse, ringsum Banditen, Untote, Teufelchen, irgendwelche Schlangen oder sowas, Schuppige sind unterwegs in der Umgebung. Also, ja, wir müssen Zauberbücher finden, Grabräubern und so weiter. Es gibt einiges zu tun, denn beim nächsten Mal, ja, müssen wir auch noch was zu tun haben. Ja, ist schließlich einiges los. Aber erstmal draußen. Erstmal noch eine draußen rauchen gehen, würde ich sagen. Das ist die Musik auch nicht so laut. Gut. Doch, ist sie. Ist sie doch, egal. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Dann schauen wir uns hier ein bisschen weiter in Glatzburg um, denn ich schätze mal, hier ist noch einiges zu entdecken. Und dann kommt dann noch die ganze Umgebung und so weiter. Das war wieder mal extrem viel Gelaber. Und hoffentlich das nächste Mal vielleicht. Genau, wir können das nächste Mal ein bisschen mehr Action machen. Dann gehen wir einfach mal, ein bisschen ins Gelände. Schauen uns mal den Friedhof vielleicht an, reden mit dem Totengräber und so weiter. Da gibt es ja auch noch was. Weil hier möchte auf jeden Fall keiner wirklich was sagen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Sie müssen ja nicht reden, wenn sie nicht wollen. Es bleibt ja ihnen überlassen, ob sie sich uns anvertrauen oder nicht. Denn offensichtlich, schätze ich mal, ist ja alles ein bisschen. Ja, das Volk wird hier wahrscheinlich krass unterdrückt. Ne? Das heißt, ich schätze mal, sowohl die Kirche oder die Inquisition hier, ne, so wie wir schon angefahren wurden, als auch, was wir jetzt erfahren über die Herrscherkaste, die sich hier nicht so wirklich um das Volk bemüht, beziehungsweise nicht interessiert ist daran, da gibt es wahrscheinlich auch noch einiges, das ein oder andere, was man da entlarven wird. Korruption in den höchsten Rängen, ich bin gespannt. Aber, naja, wie gesagt, es gibt einiges zu tun. Beim nächsten Mal Akt Nummer 2 geht weiter hier in Glatzburg. Ich bin gespannt. Beim nächsten Mal mehr. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche noch frohes Pfingsten und möge der Herr mit euch sein oder wie auch immer. Bis dahin. Ciao, ciao.